Ah! Wir sind alle total nass und verstört. Wir sind gerade durch Wasser gefahren. Und jetzt hinter dem Rennen her haben irgendwie alle Zeitfahrräder und keine Ärmel und Kompressionssocken. Was ist das hier? Ah! Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Ich bin auch ein bisschen verstört und heiße Andreas Staub. Aber apathisch wie immer. Ich versuche mich mal zu beruhigen. Solange wir hier noch weiter tuckern, können wir mal kurz aufarbeiten, was wir in den letzten zwei Wochen verpasst haben. Wir haben jetzt Andi wieder eingesammelt, endlich. Es ist wesentlich angenehmer mit Andi zusammen. Danke. Ist schön warm. Ah, Dankeschön. Danke. Und, ich dachte, wir hatten eine gute Zeit zu zweit, aber... Das hatten wir auch. Das sah auf jeden Fall Andi so aus. Andi hat schon gefehlt, oder? Also man hat ihn schon so ein bisschen... Ich stand diesmal nicht im Schatten, von daher, das war vielleicht auch mal ganz angenehm, ein bisschen Sonne abzubekommen. Ja gut, das ist mein Leben, ne? Also ja. ein Leben im Schatten. Wir sollten nochmal über das Rennen reden, was wir letztes Mal angeschnitten haben quasi mit unserem letzten Gast, weil danach ist er nämlich nochmal ein bisschen schnell im Kreis gefahren, aber nicht so lange. Der hat dann relativ schnell Pause gemacht, deswegen hat er auch noch einen Gin getrunken wahrscheinlich. Andi, wie war das WM-Rennen für dich so aus der Distanz? Hast du geguckt? Ja, das hat mich aber wirklich eiskalt erwischt, weil mir ist gerade eingefallen, ich habe es immer noch nicht geguckt. Aber das geht mir genauso, Mann. Also ich habe halt auch, ich habe glaube ich das Finale geschaut, aber halt so den Rest ja, auch. Ich habe nur die Höhe habe ich gesehen, sonst nichts. Das hast du aber gesehen? Ja. Okay. Also natürlich, also die Zusammenfassung beziehungsweise die letzten paar Kilometer habe ich gesehen. Und ansonsten habe ich nur so irgendwie Fan-Videos vom Streckenrand gesehen. Es war echt eine geile Stimmung, muss ich sagen, oder? Es war brutal. Also für uns, für mich, krasse Start. Die haben das krass auf die Beine gestellt. Das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Ich war noch nie vorher bei einer WM, aber da hat Innsbruck schon echt eine gute Atmosphäre zusammengebastelt. Und dieser Schlussanstieg war halt auch nochmal echt, für die Zuschauer war das ziemlich geil. Ich glaube, da hochzufahren, naja. Ja, gefühlt war ja auch jeder irgendwie da, ne? Also jede Firma, die irgendwie relevant ist, keine Ahnung, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie unsere Besenwagen-Sticker irgendwo in der Stadt haben kleben sehen. Also ich glaube, relativ selten, dass so viel. Damit könnte man wahrscheinlich auch noch eine ganze Folge füllen mit den Erlebnissen, die ihr da hattet in der Woche. Ne? Ich denke auch, ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Wie ist es ausgegangen? Ne? Valverde war jetzt nicht so der Überraschungskandidat, aber irgendwie freuen sich alle so ein bisschen, so was ich also Podium lese, war ja mitkriege. Irgendwie hat das verdient, jetzt mal so langsam. Auch wenn das alles nicht so ganz ungetrübt ist, aber jetzt lang genug dabei und für mich auch irgendwie ein geiler Sieger, Valverde, für das Rennen im Rentneralter. Und Stoffi, wie ist denn deine Meinung so dazu? Ich meine, du bist ja immer. Ich wollte gerade sagen, what a pity. What a pity, wollte ich sagen. What a pity, ja. Ja, weil Valverde, der alte Hund, hat gewonnen. Für mich hätte der eigentlich gar nicht fahren dürfen, ne? Weil eigentlich hätte der meiner Meinung nach schon eine lebenslange Sperre bekommen sollen. Warum? Warum? Weil der auch ein bisschen bei Fuentes ein- und ausgegangen ist und keine Ahnung, also der ja wie manch anderer Sachen abgezogen hat, weiß ich nicht, da gehört für mich eigentlich eine lebenslange Sperre hinter. Gut, jetzt fährt er noch, ist halt ein ganz geiler Rennfahrer, das ist, was Basti wahrscheinlich meint, dass er sich da irgendwie auch ein bisschen für freut, weil kann man ja nicht bestreiten, dass er wahrscheinlich auch ohne leistungssteigende Mittel ein paar Rennen gewonnen hätte in seiner Karriere. Ja, aber trotzdem von mir null Respekt als Athlet für Valverde. Auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich habe da einen Tweet von David Miller gelesen letzte Woche noch, den wir auch, Paul und ich, irgendwie noch abends in die Arme gelaufen sind, lustig, vor dieser CPA-Wahl, die er natürlich auch schön verloren hat am nächsten Tag, was voraussehbar war, egal. War der nicht total besoffen, als ihr ihn getroffen habt? Nee, nachher aber, glaube ich, dann. Also er hatte richtig Bock. Danach, ja. aber am nächsten Tag war er fit, kann ich sagen. Okay. Genau. Weiß er noch, wie das geht? Auf jeden Fall hat der auch am nächsten Tag dann getwittert, dass er das cool findet, dass Valverde gewonnen hat. Und er aus seiner Position heraus ja da auch so ein bisschen
ultimativ im Glashaus sitzt eigentlich. Ich wollte gerade sagen, ne, wer im Glashaus sitzt, ne? Genau, und dann hat er aber da nochmal so einen wirklich langen Text rausgehauen, um das zu erklären, was er dafür Valverde empfindet und warum er das ganz cool findet und warum er auch dazu steht. Wer Bock hat, das zu lesen, soll das mal lesen. Also ich fand das auch nachvollziehbar. Es war auch ganz cool erklärt. Es ist auf jeden Fall halt auch, dass er sagt, eigentlich ist das scheiße so, aber so ist das System im Moment. Er darf fahren, er hat seine Strafen abgesessen. Es werden auch keine erzieherischen Maßnahmen von der UCI veranlasst, so dass jemand irgendwie sich entschuldigen muss oder Reue zeigen muss oder was auch immer. Man muss einfach nur seine Strafe absitzen, man kann wieder fahren, das hat er gemacht. Und jetzt hängt er da schon so lange dran, dass er sich irgendwie jetzt mittlerweile darüber freut, dass er gewinnt. Ja gut, David Miller, der profiliert sich auch überall, wo Anti-Doping an der Tür steht, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ich finde den ja eigentlich auch nicht keine so Ahnung, cool. Also, und da ist auch nochmal ein Riesenunterschied, aber zwischen... Ich glaube, das Wort profilieren ist halt auch nicht richtig, weil er kämpft ja schon dagegen. Er setzt sich jetzt ja nicht hin und haut einfach irgendwie ein paar Tweets raus, sondern da fliegt er wirklich in der Weltgeschichte herum und versucht, Dinge mit zu verändern. Ne? Also man darf jetzt nicht nur irgendwie die Tweets immer nehmen und sagen, ja okay, ja nee, aber das nicht, ja klar, weil der macht schon extrem viel. Also der sollte man auch... Egal, was man für eine Meinung von ihm hat, aber für das, was er macht, was er in Sport einbringt, unentgeltlich auch, sollte man schon Respekt haben. Bei den ganzen Kommissionen, wo er sitzt und auch bei der NADA, bei der WADA meine ich, das macht sonst kein ehemaliger Doper und der sich dann auch so klar zu Sachen bekennt und der versucht, irgendwie eine Aufklärung stattfinden zu lassen. Also von daher finde ich schon, dass man ihn da zumindest nicht unterstellen sollte, dass er sich profiliert, weil ich glaube, er macht das wirklich, weil er dem Sport helfen will. Ja gut, die neue Lebensaufgabe von David Miller ist ja auch irgendwo überall zum Thema Anti-Doping was zu sagen. Kein Wunder, dass er sich ja überall freiwillig meldet. Aber ich finde das trotzdem nochmal einen krassen Unterschied zu Valverde, weil Miller, der ergreift ja aktiv das Wort und Valverde macht das ja überhaupt nicht. Und da habe ich mal so ein bisschen das hinterfragt, warum der das macht. Und in Spanien ist das Ganze ja überhaupt kein Thema mehr. Also die internationale Presse war ja so ein bisschen verhalten nach dem Weltmeistertitel jetzt. Und in Spanien wurde das halt total abgefeiert. Ne? Jede Tageszeitung hat die Titelseite riesengroß mit Valverde gehabt. Und da fragt eigentlich gar keiner mehr danach. Dann war das auch nie Thema. Das sagt ja Miller auch. Das ist ja auch, warum er sagt, dass es halt so in der Außenwahrnehmung komisch ist, dass Valverde auch einfach weiterfährt und selber nichts dazu sagt, aber dass diese ganzen Rennfahrer aus diesen Ländern oder jetzt halt auch mal explizit aus Spanien das für sich selber gar nicht mitkriegen, dass da so ein großes Problem ist, weil es für die total irgendwie selbstverständlich ist. Gut, ansonsten war das Wichtigste am WM-Rennen, dass hochklassige Fahrer des Team Skies auf Lightweight-Laufrädern unterwegs waren. Von 1990. Wirklich die alten oder die aktuellen? Die originalen, die Ulle auch gefahren ist. Die haben Ulle angerufen, haben aber gefragt. Gianni Moscon und Michael Kwiatkowski sind auf Lightweights gefahren. Ja, die waren eigentlich auch nie aus der Mode für so Eintagesrennen. Also wenn man sich die selber aussuchen kann, die Laufräder, die sind halt mega leicht. Ja, die sind aber nicht schnell, aber aerodynamisch sind die nicht gut, ne? Ja, aber wo ist auf dem Kurs? Aber die beschleunigen. Naja, du bist ja mal Lightweight gefahren, ne? Fossi. Ja, wir mussten. Nee, bei Milram. Richtiger Lightweight? Nee, bei Milram. Milram war. Ja, wir mussten bei jedem Rennen fahren, auch bei Klassikern. Und bei Klassikern waren die Hölle einfach. Danach habe ich die auch einfach gehasst und habe jedem davon abgeraten, sich irgendwie Lightweight zu kaufen. Die waren nur kaputt, die Speichen waren schief. Wir haben so Tests gemacht auf der Bahn und die Laufräder waren so langsam, weil die Speichen nicht gerade waren. Die standen immer so im Wind leicht. Ja, die waren und, ja auch so Bambusstäben. Wenn es lange geradeaus geht und so, dann sind die, glaube ich, nichts, aber halt auf so. Aber Kursen, bei Crossrennen sind die früher auch gefahren, ne? Aus der Kurve raus und ich so. Ich bin ja auch bei Crossrennen gefahren, ne? Die waren scheiße, Mann. Einfach viel zu steif. Viel zu steif. Für so einen Hobbyrennfahrer fühlt sich das mega geil an. Du trittst an und das Ding ist sofort schnell, aber als Profi bist du halt immer schon schnell und musst noch schneller werden. Nee. Also kommt auf den Kurs drauf an. Ich glaube, je nachdem sind die echt noch gut. Auch heute noch, aber so generell gibt's auf jeden Fall bessere Laufräder wahrscheinlich. Ja gut, so ein Kwiatkowski und so ein Moscon fahren die jetzt vielleicht auch nicht umsonst dann da, ne? Wenn die wissen, am Schluss müssen die noch 2 Kilometer 15% fahren. Ja, aber ich glaube, fühlt sich das halt schon ganz gut an, glaube ich. Das ist so der Vorteil von den Laufrädern auf dem Kurs, wird auf jeden Fall überwiegen, wenn die fahren. Ich glaube nicht, dass sie dafür Kohle kriegen, für die Alten vor allem nicht. Ja, genau. Weil
macht gar keinen Sinn für Lightweight. Ja, kurze Überleitung nochmal zu Miller. Das wäre eigentlich geiler gewesen für, als Überleitung zum Anti-Doping-Thema. Ich habe nämlich gelesen, dass Floyd Landis jetzt beschlossen hat, die Kohle, die er aus seiner Kronzeugenregelung rauskriegt. Der kriegt da nämlich wirklich Kohle. In Amerika ist das so, dass wenn du dem Staat hilfst, und US Postal war ja ein Staatsunternehmen, was Armstrong gesponsert hat, und Landis hat quasi dem Staat geholfen, Kohle zurückzubekommen. Und davon bekommt Landis einen Anteil als Kronzeuge. Und Landis hat für sich beschlossen, Landis, wer das nicht weiß, ist jetzt mittlerweile relativ fett und hat einen Hanfladen mit so Kifferzubehör. Eigentlich ganz geil. Nee, der hat ein Imperium, Mann. Der hat eigentlich das ist doch richtig Hanf-Imperium. Nee, aber ist ohne Scheiße, so in Leedsville. Leedsville, irgendwas heißt das Zeug. Und er diese Kohle, die er kriegt, will er in KT-Team, also in Development-Team stecken. Ich glaube, ein kanadisches oder so, weil er dem Sport irgendwas zurückgeben will und sich noch schuldig fühlt und das irgendwie so machen will. Fand ich ganz geil eigentlich. Ja, bei der Regeneration hat das Team auf jeden Fall keine Probleme. Bei der Entspannung, meinst du? Aber ich hab's echt nicht, also du hast jetzt gerade ja schon erklärt, vorher habe ich gar nicht gecheckt, woher jetzt überhaupt die Kohle kommt, weil ich habe bei dem ganzen Landis-Armstrong-Case überhaupt schon die Übersicht verloren. Da muss man ja eigentlich schon Jurist sein. Nee, dadurch, dass dieses US Postal eben ein Staatsunternehmen war, was da Millionen in dieses Team reingepumpt hat, ist dem Staat ein Schaden entstanden und das, wer da hilft, das zurückzuholen, wird beteiligt. Basti ist nämlich nicht nur Physiotherapeut, sondern auch Hobbyjurist. Genau, ich bin eigentlich alles, also eigentlich weiß ich alles, nichts richtig, aber alles so ein bisschen. Ja, ist mehr als ich. Ja, du kannst halt wenigstens eine Sache richtig. Ja, ja. Nicht, ne? Fossi, vielleicht kontaktierst du den einfach mal für eine Fusion, dann anstatt mit Money, könntest du ja mit Floyd Landis jetzt fusionieren. Mit also Baker Floyd Landis hat auf jeden Fall, so wie ich gehört habe, 750.000 da rausgeholt. Ah nee, da kann mir Money mehr bieten. Oh. Ja, los. Ich hab Money schon tiefgreifende Gespräche geführt. Ah. Das wird groß. Sehr geil. Gut, nächstes Thema. Wir haken jetzt mal so die ganze Liste ab. Wir haben eine lustige Liste dieses Mal. China möchte einen Toursieger 2024 generieren. Endlich die Chinesen im Radsport. Und wen haben sie sich reingeholt? Shane Sutton von British Cycling. Da kennt sich Paul auch wieder aus. Ja, und noch einen, ne? Da kenne ich mich auch mit aus. Brian Smith, der General Manager. Den kenne ich mich auch aus. Okay, erst Andy. Ja gut, das ist jetzt schon jetzt. Ja, aber war mal kurz, aber dann ist ja wieder die gleiche Reihenfolge wie bei Miller. Andy zieht über ihn her und ich versuche ihn dann zu verteidigen. Da bin ich mal gespannt, wie du den verteidigen willst. Bei Miller verstehe ich das ja noch so, aber bei Brian Smith hört bei mir das Verständnis auf. Wer ist Brian Smith? Ja, Paul, du kennst ihn besser als ich, glaube ich. Also Brian Smith war damals bei Endura Racing, als ich in England gefahren bin, mein Teammanager und war auch im ersten Jahr bei Bora NetApp. NetApp Endura hieß er im ersten Jahr. War er auch noch so als Berater mit dabei. Also ich halte eigentlich viel von ihm, obwohl ich natürlich auch die ganz negative Meinung von ihm kenne und denen auch zum Teil zustimme. Aber ich muss halt sagen, alles, was er mir versprochen hat oder gesagt hat, hat er bis jetzt auch immer gehalten. Und er hat damals bei Endura in den 2 Jahren halt etwas aufgebaut, was ziemlich einmalig war im Kontinentalbereich. Und daher halte ich eigentlich viel von ihm als Manager. Aber ja, Stauffi hat da halt eine andere Meinung. Ja, was hat denn er bei Endura aufgebaut? Ja gut, aber ich glaube, du weißt doch, wie es ist mit einem guten Teammanager. Wenn du hast einen, du hast keinen. Wenn du keinen hast, geht das ganze Ding zugrunde, wie es bei Quebecer oder Dimension Data jetzt zum Teil auch ist. Also wie voll das Chaos intern und ja, du bist ja selbst auch gefahren. Und wenn du einen guten Manager hast, der es alles richtig in die Hand nimmt, der die richtigen Leute verpflichtet, die richtige Sportleitung ranholt und mit denen auch richtig arbeitet, dann hast du ein gutes Team. Auch mit vielleicht nicht so guten Rennfahrern. Das liegt schon am Management auch. Weil sonst wäre der Posten nicht so wichtig. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Jetzt kannst du gerne deine sagen. Also für mich ist der Typ einfach die Inkompetenz in Person. Also der hat bei uns wirklich das Chaos reingebracht, was du gerade angesprochen hast. Und keine Ahnung, ich frage mich immer, wie der jetzt schon wieder einen Dummen finden konnte, der ihn zum Teammanager macht. Also das gab es ja dann schon mal in Afrika. Ne? Da wollten sie auch einen Toursieger generieren. Ich glaube,
der hat einfach ein paar ganz gute Argumente für diese Story, so aus irgendeinem Land oder Kontinent einen Toursieger zu generieren. Meinst du, der geht hausieren? Der kann auch sehr überzeugend sein, ne? Ich meine, der hat immerhin mal Theo Boss davon überzeugt, dass er Paris-Roubaix gewinnen kann. Ich denke jetzt gerade an den Typen, der an Springfield diese Monorail verkauft hat bei den Simpsons. Kennt ihr den? Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Ja, also wer Theo Boss nicht kennt, der war mal Sprint- und Keirin-Weltmeister auf der Bahn. Ist dann auch relativ erfolgreich auf der Straße gefahren, also war ein echt guter Sprinter eigentlich so, aber konnte halt sonst auch nichts, ne? Sobald er einmal irgendwie aus dem Windschatten rausgekommen ist in der Sprintvorbereitung, hat er auch nicht mehr gewonnen, also da muss schon alles stimmen. Der hatte halt eine mega Sprintfähigkeit, aber den kleinsten Motor im World Tour Peloton auf jeden Fall, und irgendwie hat es Brian Smith geschafft, den davon zu überzeugen, einen Tag vorher sogar noch, dass er am nächsten Tag Paris-Roubaix gewinnt. Also, und man muss dazu sagen, er war auch, glaube ich, der erste Fahrer, der abgefallen ist an dem Tag. Ja, irgendwie kann er andere Leute glauben lassen, aber so als kompetenten Teammanager sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Und ich glaube auch nicht, dass dieses China-Team irgendwann mal kommt. So, also ich glaube es erst, wenn die am Start stehen. Ja, also es war dass es schon Pläne für nächstes Jahr gibt, aber sie noch nicht wissen, ob sie nächstes Jahr schon eine richtige Lizenz bekommen und so, aber für 2020 dann auf jeden Fall. Aber hey, ich meine, die Kohle wird da sein, aber es ist halt echt die Frage, wie Stauffi sagt. Also ich glaube es auch erst, wenn ich sehe, dann sind einfach schon zu viele Stories passiert, wie mit UAE Emirates. Die waren ja eigentlich auch safe mit einem chinesischen Sponsor, der dann irgendwie abgesprungen ist letzter Minute. Und ja, keine Ahnung, das ist halt, ich glaube, das hängt dann auch zu oft an einer Person da, ne? Also wenn dann irgendwie irgendein Wechsel ist in irgendeinem Posten bei irgendeiner chinesischen Firma oder jemand ist krank, wie es glaube ich bei UAE Emirates der Fall war, wo dann derjenige, der das Geld zur Verfügung stellen wollte, einfach krank war und die dann verantwortlich nicht zur Bank gehen konnte und die Überweisung einschmeißen oder was? Ja, 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 aber so war es ja anscheinend. Klar, das ist so die inoffizielle Story. Der war krank. Das klingt ja, nein, gut. Also nein, schwer krank. Also keine Ahnung, ob das stimmt. Ah, ja, okay. Ich weiß es nicht. Aber und da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass es in so einer Person hängt, die es irgendwie geil findet und es machen möchte. Aber die haben heute, glaube ich, gesagt, das Budget wird größer sein als bei Sky. Ich glaube, Sky hat so ungefähr 30 bis 35 Millionen Euro. Ja, dann weißt du Bescheid. Also wenn die da wirklich irgendwie 40 auf den Tisch packen, kannst du schon was Gutes zusammenbauen. Also, da brauchst du auch nicht Kompetenz. Okay, stellen wir schnell mal Mutmaßungen an, wen kaufen die? Aber wollen die einen Toursieger einfach nur haben oder einen chinesischen Toursieger? Einen chinesischen Toursieger. Chinesischen Toursieger bei 2022, ja. Mann. Also 24. Also in sechs Jahren. Ja, niemals, Mann. Niemals. Den müssen sie hochzüchten. Es war Paris-Tour am Wochenende. Will jetzt eigentlich gar nicht großartig über das Rennen reden, aber es gibt immer mehr Gravel im Rennen. Das interessiert Andi ja immer so ein bisschen. Die müssen jetzt öfter, jetzt wo Andi seine Karriere leider beenden musste, müssen die immer öfter über Gravel fahren. Und es gab aber Beschwerden. Also André hat sich direkt beschwert. Das wären Steine, das wäre nicht Gravel, das wäre total gefährlich. Und selbst Thomas de Gent hat sich beschwert auch, der aber schon angekündigt hat, dass er nach der Lombardei-Rundfahrt mit seinem Kumpel Tim Wellens von da nach Hause fahren will mit dem Fahrrad und auch über Gravel. Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Was sagt ihr zur Gravel-Thematik? Die Flugtickets sind zu teuer wahrscheinlich für die nach Belgien. Aber ja, klar, also ich habe das Rennen nicht geschaut, aber selbst Lefebvre und so, die äußern sich da eher bescheiden. Klar, also ich glaube schon, dass man das einbauen kann, aber wenn es jetzt so ins Extreme geht, wie alle beschreiben, das ist natürlich schon fraglich, ob das sein muss. Ja, man wollte. Ich finde halt den Einwurf, von De Gent gar nicht so schlecht, dass man sagt, warum macht man nicht einfach eine Serie von Gravel Races? Also so quasi, was man jetzt bei Reuka hat, oder jetzt halt eben Tier bei Paris Tours, dass man so einfach so eine Serie hat, so von 5 bis 6 Rennen. Ja, die wollten so Strade Bianche-Situationen wollten sie kreieren, ja. Meinten sie plötzlich bei Paris-Tour. Ja, aber Strade Bianche ist richtig, also wenn es nicht regnet, ne, ist das richtig gut. Also das ist halt ein guter, festgefahrener Waldweg. Also nee, sogar besser als das. Das ist eigentlich wie so eine Straße. Klar, ist jetzt nicht ganz so viel Grip, aber das ist eigentlich richtig guter Asphalt oder also richtig guter Belag. Und das hat nichts mit dem zu tun, was da bei Paris-Tours war. Das ist auch genau der Punkt, ne? Also bei Strade Bianche fahren die halt irgendwie Landwirtschaftswege, die irgendwo befestigt sind und
die Abschnitte, die jetzt bei Paris Tours gefahren sind, da lagen halt faustgroße Steine zur Masse auf dem Weg. Und ich meine, keine Ahnung, da ist halt, das ist dann so willkürlich, wer da platt fährt und wer nicht und so. Das hat halt irgendwie so einen großen Einfluss aufs Rennen. Das ist halt nicht geeignet für ein Radrennen, sag ich mal so. Ne? Ich verstehe auch nicht so diesen Trend, warum jetzt irgendwie super viele Rennen, die es schon immer gab oder die auch eigentlich ein hohes Ansehen haben. Ja, ich meine, die letzten Jahre Paris Tours war echt immer super spannend, fand ich jetzt, ne? Obwohl ich ja gar nicht so viele Radrennen gucke. Und warum müssen die jetzt auf einmal noch so Straßen damit reinbauen, die nicht wirklich befahrbar sind, die das Rennen halt willkürlich machen? Da gibt's halt in Frankreich ganz andere Rennen, also Trobriand-Léon, das ist eher im Frühjahr oder Ende des Frühjahrs, so nach Paris-Roubaix. Das ist ein super geiles Rennen, die fahren auch super viele Landwirtschaftswege. Warum pushen die das nicht einfach ein bisschen, machen das so zum französischen Strade Bianche? Ja. Da? Scheinbar ist das ja ein Trend und vielleicht geht es ja auch in Zukunft da in diese Richtung. Ich habe da nichts gegen, ne? Also von mir aus könnte man öfter, ja, wie gesagt, geil, gegen, über so Wege fahren, solange die dafür irgendwie geeignet sind. So, ich meine, es gibt Rennfahrer, denen liegt das, die haben da auch Bock drauf, und es gibt halt Rennfahrer, die mögen das nicht, die brauchen ja dann nicht mitfahren. Ja gut, also wie Staufi schon sagt, wenn da ab und zu mal so dicke Steine rumliegen, ist halt was anderes als wie bei Trobriand, wo du halt weißt, da sind andauernd Steine, also du fährst im Prinzip durch Steine durch. Das ist auch eine andere Voraussetzung. Ich meine, du wählst ein anderes Material von Anfang an und du bist auch darauf eingestellt, dass da immer wieder große Steine kommen. Und da bei Paris Tours war das halt so, ja, wie Staufi schon meint, entweder hast du Glück oder Pech. Das ist irgendwie, das hat weniger was mit, keine Ahnung, weiß nicht, was ich sagen würde, zu tun. Ich finde es auch, also ich finde es einen guten Trend. Ich finde es geil. Mir hat es selber als Rennfahrer auch Spaß gemacht, aber ob man es jetzt so ins Extreme führen muss, bei so einem wichtigen Rennen wie Paris Tours, weiß ich nicht. Was ja eigentlich auch immer ein Sprinterrennen irgendwo war, ne? Früher mal, ja. Aber jetzt die letzten Jahre, wie Staubi schon sagt, das Finale ist schon echt immer geil. Das ist halt nicht bergig irgendwas, aber so leicht wellig mit der Windkante, die eigentlich immer an der gleichen Stelle ist, das ist schon ein geiles Rennen. Also. Und jetzt machen, aber nochmal zurück, was du eben gesagt hast, irgendwie De Gendt und Valens, die fahren jetzt auch über Gravelstraßen nach Hause, oder? Nee, die fahren jetzt erstmal Lombardei am Wochenende und danach wollen die zusammen zu zweit ganz gemütlich nach Hause fahren über alle möglichen. Und da machen die jetzt auch eine Story draus, oder was? Ja, scheinbar, weil es war ja jetzt schon 2 Wochen vorher eine Story. Mal sehen, ob man da was davon mitbekommt. Finde ich ja eigentlich eine coole Nummer. Machen jetzt auf alle, ne? Ja, ja. Wenn man nach dem letzten Rennen der Saison, man ist schon die ganze Saison durchgefahren, irgendwie jetzt noch Bock hat, da Rad zu fahren. Und nochmal langsam Rad zu fahren vielleicht? Also so Findungsfahrten habe ich auch immer gemacht. Erzähl mir mehr davon. Ich habe meistens Form gesucht. Ey, du hast da was verloren. Und nicht gefunden. Nee, ja. Geschwindigkeit. Die Suche habe ich irgendwann aufgegeben, dann habe ich nach Spaß gesucht. Und jetzt suche ich nur noch schöne auch Wege. Nicht gefunden. Na, immerhin. Aber das finde ich auch gar keine krasse Story, ne? Ich hatte mal einen Teamkollegen, der ist einfach direkt vom letzten Rennen nach Kuba geflogen und hat sein Gepäck dann auch dem Team mitgegeben, so zur Rückreise, wie die das jetzt machen. Du hast halt nur direkt in den Urlaub geflogen. Ja, oder wir kennen ja auch noch bei jemanden, Dominik Rolls, der mit allem, was er besitzt, irgendwie an Radklamotten nach Japan fliegt, das da verkauft und dann eine Weltreise macht im Anschluss. Wer längerfristig auf der Suche nach seinem ersten Sieg war und den jetzt gefunden hat, ist Nico Denz. Wer ist denn das überhaupt? Ich weiß nicht. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, unbekannterweise. Ja. Nächstes großes Thema, und ich will eigentlich überhaupt nicht auf den Sponsoren eingehen, der da im Spiel ist, aber Education First hat einen neuen Sponsor, was Klamotten angeht. Und in diesem Zuge wurde bekannt bzw. verlautbar gemacht, dass man nicht nur Worldtour-Rennen fahren möchte, sondern jetzt auch sich öffnen möchte anderen Wettkämpfen gegenüber, nämlich Fixed Gear Rennen, Gravel und Ultra Rennen. Boah, also ich meine, das mit den Fixed Gears, das ist ja jetzt schon bei einigen Teams, die machen das ja, da eine von Gofidis, Bahrain Merida, von ein paar kleineren Teams, also der Trend ist ja schon seit ein paar Jahren losgetreten eigentlich, dass auch World Tour Profis sind zum Teil. Aber was denkt ihr, das machen die schon aus Spaß irgendwo, oder? Ich meine, da wird ja jetzt nichts.
wäre jetzt. Ja, ich denke auch, so. Ja, auch aus Marketing. Ja. Nee, also ich meine, Rafa hat auch Kohle sicherlich Interesse daran. Ja klar, Rafa hat Interesse auf diesen Fixgemarkt mehr raufzukommen. Ja, das ist ein mega schlauer Schachzug irgendwo. Du bringst dich erstmal wieder in den Profisport rein, wo deine Konkurrenten vielleicht im Moment nicht vertreten sind, und dann öffnest du auch noch andere Märkte auf. Ja, irgendwie finde ich es trotzdem, ich bin so ein naiver Typ, ich will nicht immer alles nur von der kommerziellen Seite sehen. Irgendwie finde ich es trotzdem cool, dass sie, ich bin mal gespannt, wie das wird. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber wenn da jetzt irgendwie so ein Taylor Finney. Genau, das wollte ich gerade sagen, der fährt jetzt demnächst immer im T-Shirt Radrennen. Ja. Ja, und fährt bei Jeansjacke. Bei so einem Transcontinental Race mit oder sowas, ja. Aber der hat das ja schon nicht, öfter gemacht. Ja, der hat schon öfter so, auch so Findungsfahrten wieder, ne? Das sind die. Genau. Ja. Aber ich weiß gar nicht gerade den Kader für 2019. Wen haben die denn noch so? Ja, ich meine, Rigo ist noch da. Ja, aber der Sepp van Marke bleibt America, auch. Ne? Ja, weiß man nicht. Teacher van Garderen haben sie geholt. Okay, ja. Der vielleicht. Der passt aber auch in dieses der Team. Der muss ja mal was Neues ausprobieren. Ja, genau. Da muss man mal ausprobieren, was der so sonst noch so kann, außer Radfahren. Ja, das ist schon ein weirdes Team, aber der Woods bleibt. Aber ich meine, also ich finde die Idee schon ganz, ich kann mir einfach gerade Rafa nicht mit Education First vorstellen, weil ich halt auch ein bisschen weiß, wie heißt der Manager? Ne? Wouters. Der Wouters, der hat halt auch einen Knall. Also der hat halt einen richtigen Knall, und der wechselt ja auch seine Sponsoren wie seine Unterhosen. Und der hat auch so einen strange Style, ne? Ich frage mich echt, wie das mit Rafa dann zusammenkommt. Stimmt, der hat immer so Fliegen. Ich glaube, das Fliege an. Entweder gut oder richtig scheiße. Ja. Ja, also die Farben scheinen zu bleiben, weil die jetzt schon richtig viel, also es gibt noch keine Bilder von irgendwelchen Kits, aber die haben mit dem alten Kit schon total viel mit den Farben jetzt irgendwie gearbeitet in diesen Presseveröffentlichungen. Also wird das wahrscheinlich so bescheuert bunt bleiben, wie es ist. Ja gut, aber ich meine, also Rafa, was sie machen, machen die richtig. Das wird schon cool, und das wird irgendwie auch alles cool aussehen. Aber halt diese Beziehung zwischen Rafa und dann halt Wouters, ich bin echt gespannt, wie lange das hält. Also, weil irgendwie hat er ja nicht so das Händchen für längere Sponsorenbeziehungen. Und wird interessant sein zu sehen. Weil ich glaube, Rafa ist ja schon sehr koordiniert und mit Plan, und dann so Wouters ist dann ja manchmal so ein bisschen aus dem Handgelenk geschüttelt. Ja. Wird eher interessant. So wie du dann, ne? Genau, wollte ich gerade sagen. Das erinnert mich an dich. Immer schön schütteln. Gut, letzter Tagesordnungspunkt, bevor wir endlich zu unserem Gast kommen. Alle sind schon gespannt. Wir sind immer noch nass. Oberlauchsprint 2019. Die Großveranstaltung. Müssen wir eigentlich machen, oder? Ja, also ich weiß, wo der ist, der Sprint. Ne? Ich war da jetzt am Wochenende. Hab den auch gewonnen. Werd den auch 2019 gewinnen. Das wird, also sollten wir das machen, ich habe richtig Bock drauf, in welchem Modus auch immer, wird das eine richtig, richtig harte Veranstaltung. Ich glaube, da kommen richtig gute Leute. Ja, also das können wir jetzt mal hier offiziell ausschreiben dann. Ne? Genau, wir überlegen uns noch genau, wie wir das machen, aber 2019 wird der Oberlauch gekürt. Ja, und Staufi gilt immer als Referenz, als Oberlauch halt. Ja, ich würde sagen, da holen wir Gerald noch. Nils muss fahren. Nils ist ja der neue Top-Sprinter. Also der Oberlauch ist ja eigentlich Rick Zabel. Ja, also Nils ist halt schneller als Rick. Wollte ich gerade sagen, ne? Der ist ja nicht der Nils ist auch schneller ist als André. Ja, das ist, und als Pascal. Haben wir jetzt auch festgestellt. Ja, stimmt. Ja. Da sind schon einige Favoriten jetzt hier genannt worden. Nur John Degenkolb und Wahlscheid sind noch schneller. Ja, aber der Oberlauchsprint ist ein bisschen bergauf, ne? Da muss man schon richtig was drauf haben. Das war's für mich. Man kann ihn vielleicht auch aus einer anderen Richtung fahren, das habe ich noch nicht getestet. Sag mal kurz, wie die Beschaffenheit der Straße so. Ja, nee, das. Das sind die Insider-Wissen dann von mir. Okay. Also, wo ist der Oberlauch? Gerne, ist der in der Eifel? Wir nehmen gerne hier Diskussionen an, also Leute auf Social Media gerne mal bekannt geben, wenn ihr Bock habt auf Oberlauchsprint und wie ihr den fahren wollt. Und da gehört auf jeden Fall noch eine Vorabendveranstaltung zum Oberlauchsprint. Also keine Nachabendveranstaltung? Das auch, aber... Nee, man darf nur mit 2 Promille auch starten. Okay, wie so eine Biermeile das dann. Genau. Ah, das wird vielleicht schwierig dann rechtlich gesehen, das haben wir nicht gesagt. Das wird ja auch nichts Offizielles, also...
Du machst halt einen Disclaimer. Ist ja kein Lizenzrennen, Junge. Geht da nicht um Punkte oder was? Gibt doch nächstes Jahr eh keine Lizenz mehr. Darf ja jeder überall fahren. Ja, einer wird der Oberlauch. So, dann, wie angekündigt, haben wir auch wieder einen Gast heute dabei. Und jetzt wird auch langsam klar, warum wir nass sind und warum wir alle lustige Klamotten anhaben. Wir sind hier hinter dem Triathlon gelandet. OMG. Ein nicht unbeträchtlicher Anteil unserer Hörerschaft ist tatsächlich im Triathlon zugange, haben wir jetzt schon so mitbekommen. Manche machen so ein bisschen beides, weil scheinbar hat beides mit Fahrrädern zu tun. Wir lassen uns da gleich mal aufklären. Allerdings sollten wir einen kleinen, oder mir ist es eine Herzensangelegenheit, einen kleinen Disclaimer rauszuhauen. Also wer zart beseitet ist und sich leicht angegriffen fühlt, sollte vielleicht jetzt abschalten. Wir begrüßen sehr herzlich Sebastian Zeller von den Pro Athletes aus Köln. Stell dich einfach mal vor. Ja, hallo. Ich bin Sebastian Zeller. Ich bin Triathlon-Trainer, ehemaliger Triathlet auch. Genau, und das, was du gerade beschrieben hast, das stimmt eigentlich schon ganz gut. Wir sind die Typen, die, oder auch die Mädels teilweise natürlich auch, die in den komischen Klamotten erst schwimmen und dann Radfahren, dann laufen. Ist das nicht in den gleichen Klamotten? Ja, auf jeden Fall. Okay. In so einem komischen Einteiler. Ja, erste Frage vorweg, schließe ich direkt hinten dran. Gibt es beim Triathlon überhaupt einen Besenwagen? Ja, tatsächlich, glaube ich. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es gibt ihn. Das der heißt wir, auch das Besenwagen. Das ist richtig, ja. Weiß ich nicht. Also es ist nicht so ein großes Thema wie bei euch. Also bei euch ist ja echt immer so Gruppetto und danach dahinter fährt der Besenwagen. Das gibt's bei uns irgendwie auch, aber das geht auch häufig so mit Cut-off. Also man muss so eine gewisse Zeit nach dem Schwimmen erreichen, nach dem Radfahren und dann ja innerhalb von, glaube ich, von 17 Stunden zum Beispiel auf Hawaii oder bei den großen Veranstaltungen im Ziel sein, beim Ironman zum Beispiel. Muss man quasi in der Wechselzone auch schon stehen bleiben, falls man zu langsam ist. Ja, genau, die halten da auf so. Ja. Wechselzone. Ist das dann so ein Hovercraft? Weil beim Triathlon würde ich auf jeden Fall schon in der Schwimmphase aus dem Zeitlimit fahren. Ja, es muss ein Notboot geben, ja, es sind immer so Kanus oder also die LEG-Boote, ne? Ja. Okay. Scheiße, ey. Das ist echt. Aber die Sportarten werden halt trotzdem dauernd vermischt. Gerade so von Leuten, die nicht Radfahrer sind, wird man als Radfahrer öfter darauf angesprochen, ob man denn auch Triathlon macht. Ja, habt ihr was falsch gemacht, ne? Das sind eigentlich so völlig unterschiedliche Sachen. Fährst du im Einteiler Rad oder was, Basti? Nee, das ist eher so, wenn ich auch keine Radklamotten anhabe. Also mich hat noch nie einer gefragt, ob ich Triathlet bin. Mich auch nicht. Also irgendwas, das muss an dir liegen, Basti. Ihr habt halt auch nicht mit so vielen normalen Menschen zu tun. So, die wissen schon, was ihr macht. Du hast halt so verwachsenen Körper. Nee, du bist obenrum so breit einfach. Und untenrum so schmal. So ganz komisch einfach. Gibt's beim Triathlon eine Helmpflicht? Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich wichtig ist, aber ich interessiere mich. Ja, gibt's auf jeden Fall. Und da kenne ich auch so eine Anekdote von, habe ich 2011 habe ich die Challenge Rot gemacht. Das ist so ein Klassikerrennen in Deutschland, auch eine Langdistanz. Und hat der lokale Radladen richtig Reibach gemacht. Weil da muss man ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber unsere Helme werden kontrolliert, wenn man in die Wechselzone geht. Bei Paul sagt man, glaube ich, also drüben sagt man, glaube ich, Wechselgarten übrigens. Also nicht Wechselzone. Und wie drüben? Was meinst du mit drüben? Also ehemalig drüben. Und es fängt wieder so Ost-West-Konflikt hier an. Ich sehe das schon. Also im Wechselgarten, da wird man also gefragt, hier zeigt man den Helm vor und dann wird er so auf Risse kontrolliert und so weiter. Und ich hatte nur so einen kleinen, also diesen Zeitfahrhelm früher von Giro über die Ohren, da war da so ein kleiner Riss drin, also hat überhaupt gar keine Funktion gehabt. Und dann hat halt der bayerische Triathlonverband oder der Kampfrichter da gesagt, naja, geht nicht, brauchst einen neuen. Und dann konnte ich mir für 200 Euro direkt zufälligerweise neben dem Eingang zur Wechselzone einen neuen Aerohelm kaufen. Ja, ist praktisch, ne? Also mir kam die Frage gerade auch nur in Sinn, weil ich irgendwie Triathlon mit diesen abgespaceden Zeitfahrrädern aus den 90er Jahren verbinde, als da noch alle ohne Helm im Zeitfahren unterwegs waren, Jan Ulrich allen voran. Mhm. Ja, so 26 Zoll, ne? Früher im Triathlon. Ja, genau. Stimmt, vorne und bei hinten. Uns, ja, also vorne und hinten. Bei uns, sage ich jetzt einfach mal, bei uns war das dann auch so, obwohl ich zu der Zeit noch gar nicht gefahren bin. Seit wann gibt's denn Triathlon überhaupt? Ey, Jungs, wusstet ihr eigentlich, dass ich... Ne? Triathlon ist... Vorsicht, oh, warte, Paul. Oh. Also, sag nicht, du warst mal Triathlet. Doch. Triathlon und Duathlon habe ich mal gemacht. Ich habe mal in der, wann war es, Jugend und Junioren, habe ich oben in Mecklenburg, ich habe, glaube ich, auch sogar welche gewonnen. Oben, nicht drüben.
Oben. Nicht drüben, oben. Also, nee, ja, ja. Ich stand sogar schon mal in der Triathlon-Zeitschrift als hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Aber das ist schon eine Weile her. Das war in der Jugend-Junioren-Zeit. Für nichts zu schade ist das. Ich habe dich ja eigentlich immer als coole Sau empfunden, ne? Aber das ändert sich gerade. Staufi, aber das war vor der Zeit, als man angefangen hat, sich Kompressionssocken über die Arme zu ziehen. Und irgendwie, das irgendwie alles ganz komisch aussieht. Das war damals auch cool. Ich bin so Cross-Duathlons gefahren mit einem Mountainbike, aber mit Rennlenker dran und so Scheithebeln unten am Lenker, weißt du? Aufbau, am Lenkerende. Versuchst cool, du gar nicht zu retten. Versuchst nicht zu retten. Das ist einfach so schön. Du machst es so schlimmer. Ich darf also sowieso eigentlich nichts sagen, ne? Wie gesagt, ich würde nach 200 Metern schwimmen, glaube ich, spätestens absaufen. Ich bin noch nie geschwommen im Leben. Also ich stand schon mal im Wasser, aber... Aber mir stellt sich ja trotzdem irgendwie die Frage, warum so Triathleten... Aber Basti, du musst relativ schnell schwimmen. Ja. Die Triathleten, die legen ja irgendwie das Stilbewusstsein ab, ne? Sobald die anfangen da zu schwimmen. Danach. Wir lassen jetzt den Profi mal die schlimmsten Style-Fails aufkategorisieren. Ja. Was ist für dich auch selber schon schlimm? Selber schon schlimm. Also, denk dran, du musst noch Geld machen mit deinen Klienten, ne? Also. Ja, ja, nö, ich bin da immer schmerzfrei. Also, das Schlimmste finde ich im Einteiler trainieren fahren. Also wirklich auf dem Rad. Das ist so richtig, da kriege ich einen richtigen Anfall. Dann Kompressionsstrümpfe finde ich auch echt uncool. So im Rennen ist ja nachgewiesen, bringt gar nichts. Und dann so super. Ist das wirklich so? Wir haben auch hier so einen Wissenschaftler sitzen, der kennt sich da auch wirklich aus. Ja, also evidenzbasiert ist das nicht. Also lasst euch da nichts erzählen. Für alle, die das so in der Freizeit tragen, bringt gar nichts. Also macht euch nicht schneller. Und so quietschbunte Neon-Sachen, weiß ich nicht, finde ich auch uncool. Und geil ist auch Trainingslager Fuerteventura, die Insel des Windes. Scheibe im Trainingslager, finde ich auch geil. Was ist denn euer Fail oder schlimmer Fail im Triathlon, wenn ihr Triathleten, also woran erkennt ihr sofort ein Triathleten, außer vielleicht Zeitfahrrad? Ich wollte gerade sagen, das ist das größte Fail für mich überhaupt. Also Zeitfahrrad geht gar nicht. Zeitfahrradtraining fahren einfach. Ja. Ja gut, wenn du deinen Wettkampf machst auf dem Zeitfahrrad, dann musst du halt leider auch darauf trainieren fahren irgendwie. Ne? Also die wirklich guten Jungs, muss man auch mal sagen, die trainieren 20-80 vielleicht, 20% nur auf dem Zeitfahrrad und 80% auf dem Rennrad. Also zum Beispiel Sebastian Kiene, den finde ich wirklich cool. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Er hat auch Hawaii schon gewonnen. Richtig cooler Typ, der sagt zum Beispiel, ja, Zeitfahrrad fahre ich nur, wenn ich schnell fahre. So, und alle anderen trainieren ja immer GA auf dem Rennrad. Das ist echt ein bisschen lame. Ja gut, aber ich muss sagen, dem Frodeno, der hat ja auch da eine Zeit lang, oder er wohnt ja noch in Girona und als ich da auch gelebt habe, ich habe den eigentlich andersrum, eher so 80-20 Zeitrad, Straßenrad gesehen. Ja, das war am Anfang. Coach gehabt wie ich. Ja, das war am Anfang. Das war vor anderthalb Jahren. Okay, krass. Also er kann aber auch gar kein Rad fahren. Ja, also vielleicht fährt er deswegen immer am Zeitfahrrad. Also ich habe ja wirklich. Ich frag mal Dan, ja, von dem redest du ja wahrscheinlich gerade. Also vom Gefühl her. Vom Gefühl her habe ich den eigentlich echt sehr, 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 sehr selten auf dem Straßenrad gesehen und irgendwie immer, wenn er in diesem Institut war, immer auf dem Zeitrad. Oder halt auch draußen, irgendwie da mit irgendwelchen Kollegen immer zu zweit nebeneinander, schön mit der 50 haben wir vorbeigebraten. Also ich habe den eigentlich nie wirklich auf dem Straßenrad gesehen. Ja, wie gesagt, ich frage mal den Dan, ne? Den kennst du ja auch, dann frage ich den mal, wie viel er wirklich darauf trainiert oder nicht. Ja, aber Frodeno kann echt, also der kann zwar schnell fahren, aber der kann kein Fahrrad fahren. Also der fährt ja wirklich so um die Kurven, da kann ich gar nicht zugucken. Das ist so schlecht. Wo hast du den denn mal gesehen? Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja klar, hier so Triathlon, WM und sowas gucke ich mir schon an. Ich meine, da sind ja auch nicht so viele Kurven bei euch und so. Eben, aber wenn da mal eine Kurve kommt, ne, Frodeno fährt immer Mitte der Straße, der schneidet keine Kurven an. Ist ganz strange, da zuzugucken als Rennradfahrer. Ehrlich, wie der sich das Rennen anguckt. Ja. Wie die Leute die Kurven fahren, das ist das Letzte, was ich mir angucke. Ja, aber wie viel Zeit der da auch liegen lässt, ne? Das ist unglaublich. Ja, das stimmt schon. Also er ist einer der besseren Fahrradfahrer, also auch technisch. Ja. Glaubt man jetzt nicht, ist aber so. Ja, aber das ist ja auch eigentlich so, ne? Die Radfahrer sind die besseren Triathleten und die Triathleten sind die schlechteren Radfahrer. Sagt man so, ne? Ja. Aber ich meine, also da muss ich Andi eigentlich schon zustimmen. Wir haben hier in Potsdam im Sommer immer so einmal die Woche am Donnerstag so eine Trainingsausfahrt, so eine Art Wettkampf, Trainingswettkampf. Da kommen ab und zu auch mal die Triathleten, also von dem Ron Sommer. Wie heißt der? Ron Schmidt. Wie heißt der? Der Bundestrainer? Ron Schmidt. Ron Schmidt, genau. Von Ron Schmidt. Die Truppe kommt ab und zu mal mit und das ist dann schon sehr belustigend. Die können auf der Geraden echt gut drauftreten, aber die hängst du halt auch in der Kurve direkt mal mit 100 Meter ab, ne? Und dann wie die Radfahren, so als wenn die irgendwie Liegestütze auf dem Rad machen. Also das ist...
das ist, also wenn die ein bisschen bessere Radbeherrschung hätten, auch ja, die Kraft besser einsetzen, die wären schon richtig gut auch, weil den Druck haben die halt, ne? Naja, auf jeden Fall. Auch diese, durch diese vielseitige Ausbildung, die du halt einfach machst als Triathlet, da bist du einfach so fit. Das ist schon krass. Ihr müsstet alle mal mitfahren bei unserem Bundesliga-Rennen. Wenn man sich am Ellbogen berührt, dann fangen immer alle an zu weinen direkt. So, was machst du? Was machst du? Boah, das wäre genau mein Ding, da ja, mitzufahren. Aber du kommst gar nicht so weit. Ja, stimmt, stimmt. Ich muss vorher schon ins Sauerstoff zählen. Du kannst ja mal so einen Staffel-Triathlon machen. Ja. Ja. Also du also schwimmst. Ich würde dann eher laufen, glaube ich, sogar noch als Zeitfahren machen. Ja, also das, was ihr ja nicht so mitkriegt im richtigen Radsport oder im Profi-Radsport, ich fahre ja auch mal so Jedermann-Rennen und da sind ja dann auch öfters mal Triathleten dabei, die tatsächlich richtig Power haben. Da gibt's ja einige. Also so Watt pro Kilogramm im Triathlon ist da ja einiges zu holen. Aber das sind halt dann wirklich so die, sagen wir mal, irgendwie flaches Rennen, die Gruppe anführen. Völlig sinnfrei. Die haben keine Teamarbeit zu leisten in dem Moment. Die können nicht sprinten, die machen aber auch keine Ausreißer. Ja, die müssen ihren Trainingsplan umsetzen. Die fahren nach vorne und fahren im Wind einfach Tempo, weil es ihnen zu langsam ist. Richtig bescheuert. Aber ist das im Triathlon auch so, jetzt mal für die Nerds hier unter unseren Zuhörern, so Watt pro Kilogramm, ist das so entscheidend? Das ist eher so das Zwischending, was da so ausschlaggebend ist. Naja, also ein bisschen also die unterschwellig. Ja, die absolute Leistung, genau, unterschwellig. Ne? Habe ich auch schon mal. Das ist auch ein geiler Begriff, den verwendet ihr auch. Habe ich selten sonst gehört, außer ja, hier im Podcast. Den braucht ja kein Mensch. Ja, ja, ja. Ne? So Sweet Spot. Ne? Ja, das ist entscheidender, die absolute Leistung, ne? Weil die selten sind die Strecken irgendwie bergig. Und deshalb, ja, du musst irgendwie, aber trotzdem ist es irgendwie so eine magische Grenze, also Weltklasse, bist du ab 4 Watt pro Kilogramm über einen Ironman. Na, bei 75 Kilo halt irgendwie 300 Watt, das musst du schon treten. Über 180 das, Kilometer. Dann ist man Weltklasse. Ja. Ich wollte gerade sagen, also, schade ums Schwimmen und Laufen. Ne? Sonst aber ihr kennt doch, ihr kennt Cameron Worth, ne? Ja, ja, genau. Cameron, der ist jetzt Top-Favorit, habe ich gehört. Ja, Top-Favorit bestimmt nicht, aber cooler Typ auf jeden Fall. Und der hat ja einen ganz anderen Ansatz irgendwie. Der macht ja Ironman zum Training. Also wie ihr Rundfahrten so fahrt, ne? Macht auch so als Vorbereitung, so kleinere. So macht er das auch. Gab es noch nie. Also völlig krank, irgendwie 8 Ironmans in einem Jahr. Völlig bescheuert. Aber sehr, sehr cooler Typ irgendwie. Und der ist letztes Jahr, glaube ich, 4,1 paar zerquetschte auf Hawaii gefahren. Über die gesamte Distanz? Über die gesamte. Nee, nee, nein, mehr Platz fährst du nicht. Bitte? Welchen Platz hat er gemacht? Der war ganz, ach, keine Ahnung. 40 Sales. Ja, aber der ist doch neuen Streckenrekord gefahren. Ja, 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 aber das sind, also wie gesagt, alle fahren so 4 bis 4,1 Watt pro Kilogramm in der Weltklasse. Mehr brauchst du nicht. Aber das, ihr müsst halt ja noch einen Marathon hinten drauf laufen, ne? Ich wollte gerade sagen, das muss man relativieren, weil du musst ja vorher schwimmen und nachher Radfahren, weil... Und ihr müsst es auf der... Ja, na klar, aber trotzdem, also... Aber ansonsten wäre es kein Problem. Ansonsten wäre es kein Problem. Ich wollte gerade sagen, also das fahre ich jetzt heute noch. Nee. Doch. Ja, nein, also... Doch. Ja. Nein. Okay, können wir ja machen. Ja. 180 Kilometer auf dem Zeitplan. Wie auch ziemlich sicher. Also 4 Watt auf normal. Ich habe schon ausgerechnet. Also 320 Watt fahre ich im Schlaf. Wie viele Stunden lang? Ich warte mal. 4,5 Stunden. Oder sagen wir mal 4 Stunden 4,5 15. 4,5 Stunden lang. Ja, glaube ich nicht. Kann ich sogar, also zu meinen aktiven Zeiten konnte ich ganz viel länger. Also 270 Watt mache ich auch. Siehst du? Ich bin gespannt. Wir können das aber mal gerne mal testen. Aber ich, wie gesagt, vorher würde ich noch ertrinken. Ihr lacht so, aber das ist kein Problem. 4 Watt pro Kilogramm, um ein paar Stunden lang zu fahren. Ja, also mich würde es ja freuen, wenn ihr es könnt. Weil dann könnt ihr noch ein bisschen laufen und schwimmen, dann seid ihr dabei. Ja, nee, das ist ja der springende Punkt. Ich habe einfach keinen Bock auf. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Jetzt mal eine ernsthafte, also 4 Watt pro Kilogramm, das ist die magische Zahl. Das ist die magische Zahl, ja. So, und der Paul will ja auch Marathon laufen demnächst, beziehungsweise Halbmarathon laufen. Der ist auf dem Weg. Also, der ist auf dem Weg in die Weltspitze Triathlon. Was muss man laufen? Was für ein Schnitt? Schnitt bin ich immer richtig schlecht, aber du musst so, ja, das ist auch davon abhängig, wie schnell du da wirklich Rad gefahren und geschwommen bist, aber willst du jetzt gewinnen, ne? Hawaii. Nee, Weltspitze. Ja, Weltspitze. Also Weltspitze musst du, also wenn du so 4 Watt pro Kilogramm fahren kannst, dann musst du so 2,45 laufen, hinten drauf. Also was ist das für ein Schnitt, Alter? Separat ist, wie gesagt, kein Problem. Das ist knapp unter 4er Schnitt, so. Das ist schon gut. Was ist das? Gerald ist unter 3,50. 3,50 bis 4 Minuten, sowas, ja. Gerald ist gerade Köln Halbmarathon gelaufen. Und wie viel? Ich glaube 4,5 im Schnitt. Also 1,26 oder sowas ist er gelaufen. Ja. Und er war krank die ganze Woche, ne? Wollte eigentlich gar nicht laufen. Hat auch gesoffen vorher wahrscheinlich. Das auch, ja.
Ja, Paul, ich sehe schon. Ja, klar, wir können dir so einen Schwimmtrainer mieten und China 2024 Toursieger und Paul Voss 2021 Ironman. Nein. Das würde ich mir nie anmaßen, weil ich halt sehe, so was Frodeno für eine Maschine. Also ich kann mir dich richtig gut vorstellen. In so aber was war Cameron Wirth denn für ein Radfahrer? War der so, ich habe, so gut war der nicht, ne? Nee, Cameron Wirth. Aber das ist auch nicht so gut für einen Radfahrer, 4 Watt pro Kilogramm über 4 Stunden oder was die da fahren. Nee, das ist wenig. Also was heißt wenig, aber das ist echt nicht, also wir haben viele Straßenrennen, hast du, das fährst du wesentlich mehr über längere Zeit. Ja, ich weiß, aber das Ding ist, du musst es halt auf dem Zeitfahrrad konstant fahren, ne, und nicht halt irgendwie Peak hier, Peak ja, da. Ja, klar, und du schwimmst halt auch vorher, musst du nachher laufen. Also man fährt ja beim Radfahren auch nicht Limit, oder? Oder fahren die Nein, das ist nicht Limit. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist kontrolliert, oder? Ja. Ja, sonst kannst du keinen Marathon mehr laufen, ne? Also es ist quasi so Sweet Spot. Ja, aber eigentlich ist doch Ironman. Also du willst ja, eigentlich verlierst du alles, ne? Du kannst ja nichts mehr, du kannst nicht schnell, du kannst immer nicht langsam, oder? Du bist einfach, egal welchen Sport du machst, überall ist ein Ekeltempo. Oder? Ja, also, ja, du verlierst alles, du kannst nichts mehr. Das ist die Zusammenfassung davon. Nein, aber guck mal, aber du kannst wahrscheinlich, du trainierst ja darauf, kann ich nicht besser ausdrücken. Du trainierst ja darauf hin, gleichmäßig schnell deine 4 Watt pro Kilogramm zu fahren. Du benötigst ja dann irgendwie keine Minute mit 800 Watt, die brauchst du einfach nicht. Nee, das brauchst du nicht. Brauchst du nicht trainieren. Nee, das brauchst du nicht. Ja. Das ist halt schon ziemlich eintöniger, oder? So. Jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich die ganze Zeit schon fragen will. Der Sebastian trainiert nämlich auch echte Radsportler, in Anführungszeichen echte. Wo sind die Unterschiede? Wo sind die größten Unterschiede? Ja, habe ich ja eben schon gesagt, also beim Triathleten, also jetzt reden wir die ganze Zeit von Ironman, ne? Das muss man nochmal differenzieren. Da geht es darum, irgendwie gleichmäßig eine Belastung aufrechtzuerhalten und dabei so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen. Also da gibt es auch noch die Kurzdistanzler und gerade gibt es auch so Bundesliga-Rennen und so, da ist das eigentlich wie Straßenradsport, also da dürfen wir auch Windschatten fahren. Auch wenn die Jungs, ich hoffe, die hören das jetzt hier nicht, aber die, also wenn man so in der Kurve innen überholt hat, dann haben sie immer so Panikattacken geschoben, weil sie die Kurven nicht geschnitten haben. Und klar, beim Radsport geht es darum, natürlich Zwischensports irgendwie auszuhalten, das angehäufte oder das gebildete Laktat wieder schneller abzubauen. Das alles müssen wir halt eigentlich nicht können. Und ich glaube, bei euch geht es halt noch viel darum, dass man eben das Rad fahren kann. Also die ganze Taktik und das, wann geht welche Gruppe. Ich glaube, das ist viel wichtiger bei euch. Bei uns geht es ja wirklich nur darum, konservativ, irgendwie 8 Stunden oder 8,5 Stunden die Belastung aufrechtzuerhalten. Wir konstatieren, konservativ sein, alles verlieren, alles loslassen. Man braucht vieles nicht. Vor allen Dingen keine Kompressionsstrümpfe. Ja, ich werde das öfters mal zusammenfassen jetzt noch. Und wir können festhalten, die fahren langsamer, obwohl sie schnellere Räder haben im Zeitfahren. Genau, die Technik ist noch wichtiger im Triathlon. Die ist im Straßenradsport wichtig. Wir müssen uns Gedanken über Gewicht machen und jetzt seit neuestem über Scheibenbremsen und sowas und über Steifigkeit. Aber beim Triathlon ist Aero noch viel everythinger. Na gut, aber trotzdem bauen die Hersteller mittlerweile auch diese Scheibenbremse an Zeitfahrräder ran, ja, was ich einfach bis das verstehe ich nicht. Das verstehe ich, also im Straßenradsport, ne? Also ja, aber ich muss schon sagen, ja, klar. Also ihr kennt den Kurs auf Hawaii? Habt ihr da schon mal so ein bisschen was gesehen? Ja, das also ist so, es geht so fünf Ecken in der Stadt und dann geht das so quasi 90 Kilometer in eine Richtung, dann gibt's einen Wendepunkt. Und dann geht das wieder zurück. Also da braucht man keine Scheibenbremse. Auf jeden Fall auf die Scheibenbremse an. So wie wenn Marcel Kittel den ersten Etappensieg mit einer Scheibenbremse in einer Sprintetappe gewinnt. Ich wollte gerade fragen, wie viele fahren eigentlich an dem Wendepunkt geradeaus? Wo sie nicht bremsen können. Nein, der Cameron Wirth hat letztes Jahr alle überholt bergab und hat sich totgelacht. Sie hätten voll Schiss gehabt und Frodeno hat dann noch. Ist das eine Kurve oder was bergab? Ist einfach nur Seitenwind und Frodeno saß wohl wie Arsch auf einmal auf seinem Rad und Wirth hat ihm noch einen richtigen Spruch gedrückt. War richtig geil. Ja. Deswegen habe ich auch so gefeiert. Wir müssen jetzt mal kurz einwerfen, dass unsere befreundete Firma Specialized möchte. Ich weiß nicht, wie gut sie sich das wirklich überlegt haben, aber dass wir über das gestern veröffentlichte neue Triathlon-Fahrrad kurz reden hier. Wir haben uns das alle mal angeguckt und die Meinungen gehen doch ziemlich in eine Richtung. Der Stargast darf beginnen. Ja, vielen Dank. Also ich muss selber sagen, ich fahre selber ein Specialized-Rad, aber ein Straßenrad und hatte das alte Triathlon-Rad von denen, das Shift Tri.
dieses mit dem dicken Rahmen, mit der Trinkblase im Rahmen. Das hat aber nicht funktioniert, das war einmal verschimmelt. Deswegen habe ich das nicht mehr genutzt. Und ich konstatiere, verschimmelte Trinkblase. Genau, das sagt eigentlich schon alles. Und das neue Rad, ich habe die ganze Woche mit einem Kumpel hin und her geschrieben und wir haben uns diese ganzen Spy-Shots auf Instagram angeschaut. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, bitte, bitte, bitte lass es nicht so aussehen. Ja, seit heute oder gestern wissen wir, dass es doch so ist. Das sieht so aus. Ja. Soll ich sagen, wie es aussieht? Jetzt bist du dran, Andi. Für mich sieht das so ein bisschen aus wie eine Parodie. Also wie man sich das so vorstellt, als Straßenradrennfahrer, wie so eine Parodie von einem Triathlonrad sieht das aus. Stimmt, ne? Eigentlich, mit so einem Heckspoiler. So wie man es gerne haben wollen würde, wenn man sich drüber lustig macht. So ein Kofferraum für Verpflegung ist da drin, glaube ich, vorne irgendwo. Ja, ist eine Trinkblase wieder drin. Und das hat sogar Lenkerflügel, ist der Wahnsinn. Anti-Schimmelbelag, jetzt Beschichtung. Nee, aber jetzt, aber ich muss sagen, dass diese Lenker, dass man den Lenker so hoch und runter klappen kann zum Transport und auch drei verschiedene Höhen, das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist schlau. Das dachte ich mir auch beim Angucken so. Der Lenker ist echt, der macht irgendwo Sinn. Ja, aber den haben sie bei Cervelo geklaut. Ich musste da allerdings direkt. Cervelo hat das auch. Ja, bei dem P5X, das dürft ihr aber nicht fahren im Radsport. Aber ganz schlimm, das letztjährige Teil. Ja, das sieht noch beschissener aus. Ja. Genau, das ist hässlich, das ist so hässlich, ja. Mann. Für mich war das direkt so wie zurück in die Zukunft, ne? Irgendwann kann das Ding fliegen, so dann können die. Ja, und zurück in die Zukunft ist halt auch so ein bisschen 80er-mäßig, ja? Und genau das denke ich mir bei solchen Rädern, bei diesem Cervelo zum Beispiel. Triathlon ist ja auch 80er. Ja, denke ich mir das halt auch, weil das war so wie das Pinarello von Miguel Indurain, was kein Oberrohr hatte. Ja, oder diese ganzen Triathlon-Räder, die, wo das hinten so mitgewippt ist, wie hießen die? Softride. Genau, Softride. Ich konstatiere, Softride. aber auch jetzt mal zu den Specialized, das ist halt, aber der Straßenrad, also Straßenzeitrad, das wird doch dann auch so aussehen, oder? Also einfach nur hinten anders. Ja, deswegen haben die es so gebaut. Das ist genau der Grund. Die Front ist schon krass und wahrscheinlich ist die Front das, was die Zukunft ist. Ich wollte auch gerade sagen, ne, ich bin gespannt, wie die UCI-konforme Version dann aussieht, ne? Aber Paul, du hast letztens gesagt, hier der Terpstra fährt jetzt demnächst mit einem Fahrrad, dass du nicht über die Cobblestones fahren kannst. Und der Hersteller hat ja auch so ein Zeitfahrrad mit einer Double Fork vorne. Also ich glaube, so heißt das. Keine Ahnung. Maximales Halbwissen. Also ich glaube, dass es gar nicht so gut ist. Ich muss die ganze Zeit... Was jetzt? Also Cervelo hat ja jetzt auch das neue S5 mit so einer, nicht mit so einer Double Fork, aber mit so einer Lenkung, mit so einer Scharnierlenkung gemacht. Cervelo ist auch so scheiße, muss ich mal. Also das S5 kauft alles von Cervelo, aber nicht das S5. Ja, auch dieser Vorbau, den die da drauf gebaut haben, das mag ja alles irgendwie aero sein und irgendwie cool aussehen und so weiter, aber wir kennen die Fahrradindustrie. Wenn du jetzt da hingehst. Ich scheiß Ingenieur von dem Fahrrad und der hat sich verrechnet. Das ist zu lang, das Ding. Und das sieht immer noch zu lang aus. Ich weiß nicht, aber es sieht so aus. Wenn du dir das Rad kaufst und da ist ein 110er Vorbau drauf mit was auch immer für einem Winkel, die da jetzt mit diesen zwei Bügeln machen. Und du sagst, ich brauche aber 130 minus 10 oder minus 17, dann wissen wir genau, es wird 2 Jahre dauern, bis du das Teil hast. Ja, heute war ein Kunde bei uns im Bikefitting, der hatte so ein Canyon, wie heißt das? Airroad, ne? Das konntest du nichts verstellen. Das ist halt alles integriert. Genau, richtig. Also, und da werden dann Lenkereinheiten geliefert, ja. Da werden, ich glaube, fürs Aeroad gibt's auch keine Zero-Offset-Sattelstütze, was absolut bescheuert ist. Also diese, und auch bei anderen Herstellern ist das so. Da wird alles integriert, es wird aber halt nicht so viel produziert, dass du das Teil dann noch individualisieren kannst. Dann wird's halt echt schwierig. Weil wenn jemand keine Ahnung hat, dann setzt er sich auf das Fahrrad und fährt das einfach so. Aber jeder Mensch, der Ahnung hat oder sich mal halbwegs beraten lässt, muss sich sein Fahrrad individualisieren. Ich muss immer bei dem ganzen Thema muss ich an Andreas Klier denken, mit dem bin ich irgendwann mal bei der Bayern-Rundfahrt nebeneinander gefahren und da war ich noch U23-Fahrer, glaube ich, und hatte einen Rennanzug an. Und dann kam Andreas Klier neben mich und meinte noch so, ja, wo führt das alles hin hier mit diesen Aero-Anzügen? Jetzt fahren alle noch Aero-Überschuhe. Bald haben sie noch Flügel am Fahrrad, am Heckspoiler, und an den Schuhen, am Helm und hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass jetzt auf einmal alle eng anliegende Klamotten fahren und so. Ja, und jetzt sind wir schon so weit, dass da hinten eine Fahne dranhängt an so einem Fahrrad. Also das Teil sieht schon richtig krass aus. Mag ja hier und da auf jeden Fall irgendwie gut durchdacht sein, wenn du so einen Ironman fahren musst und da
ja, der, versorgt sein muss. Das Teil das Ding hat ja sogar noch eine Funktion außer Aerodynamik. Da ist Wasser drin. Ja, ja, aber jetzt genau. Mal ganz im Ernst. Wie kannst du denn von da hinten durchs Oberrohr, durch einen Strohhalm oder was auch immer, das Wasser bis nach vorne ziehen? Da wahrscheinlich eine Pumpe ist da drin noch. Ja, keine Ahnung. Also ich verstehe das nicht. Da musst du ja, wer dafür noch die Luft hat, der ist ein wahrer Ironman oder was. Also verstehe ich nicht. Aber jetzt nochmal das alles zur Seite. Man muss halt schon sagen, wenn man sich die Karre einfach mal anschaut, das ist, ich habe das vorhin im Off gesagt, das Ding ist schon verdammt hässlich, aber gleichzeitig dadurch auch wieder schön und so ein bisschen so ein Designstück. Also, wenn ich das so sehe, denke ich, das ist eigentlich so bekloppt, die Idee, oder was die da zusammengebaut haben, irgendwie so beim ersten Gedanken. Aber eigentlich ist es cool, man. Also ich bin echt gespannt, wie die Straßenversion aussieht, ohne diese ganzen Essensvorratskammern da und dann noch hinten mit dem 1,5 Liter Trinkbehälter. Also diese Front ist schon krass, aber irgendwie auch, also ich finde sie auch irgendwie und gut. Hinten, also, und hinten so schmal, hinten sieht das ja aus wie ein S-Works. Ja. Das ist halt schon, also ich bin echt mal gespannt, wie die Straßenversion aussieht. Ja. Kennt ihr die Folge, wo Homer Simpson ein Auto designt hat? Du guckst ziemlich viele Simpsons-Folgen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein bisschen... Ist das mit den Beschleunigungslöchern? Es kann sein, aber das Auto hat so eine Kuppel oben drauf und hat auch so Raketenflügel hinten dran und sowas. Also du holst auf jeden Fall mal sehr, sehr viele Simpsons-Anekdoten raus hier. Heute ist die Simpsons-Folge. Was ich mir da noch eher vorstellen kann, ist so ein Campingurlaub mit dem Schiff. Also jetzt mit dem Fahrrad, nicht mit dem Boot. Also die Gravel-Version von dem Rad wird ein Knaller. Ja, guck mal, du kannst da Wasser transportieren, kannst hier einen Kofferraum hast du noch dabei, dass der Aber Hammer hast du gesehen, hinten, wenn du hinten diesen Behälter aufnimmst, alle mal, hast du richtig Sims, viel Platz für das Auto googeln. Ja. Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle nochmal hier schönen Gruß an unseren Freund Simoni, ne? Simon Geschke, den habe ich nämlich auch in meinem Urlaub getroffen. Der hat mich sogar eingeladen zu so einem Sixpack-Race, aber auf dem Mountainbike. Dafür hätte das Rad auch noch Potenzial. Weißt du, kannst den Tank hinten schön mit Bier aufladen, ne? Jeder. Alter, richtig gut. Haut sich 1,5 Liter Bier rein und dann fährt die schnellste Zeit irgendwo. Stell dir vor, du fährst Hawaii mit so Honolulu-Bier da drin. Stell dir vor, du fährst Hawaii. Das ist schon lustig genug. Hawaii sein. Wisst ihr, wer den Streckenrekord beim Biratlon in Zürich hält? Also wisst ihr, was Biratlon ist? Erklär erst mal, was der Biratlon ist. Ist in der Schweiz, ne? Ich würde jetzt sagen, Grigori Rast. Biratlon, da trägt man zu zweit einen Kasten Bier. Da muss man so, ich weiß nicht, 10 Kilometer laufen und jeden Kilometer muss jeder eine Flasche trinken oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da halten den Streckenrekord Norman Stadler und Jürgen Zeck gemeinsam. Also Zeck Attack, das ist auch ein ehemaliger Triathlet, und Norman Stadler hat zweimal Hawaii gewonnen. Hatte bis letztes Jahr, bis Cameron Worth den Streckenrekord gebrochen hat, den Radstreckenrekord auf Hawaii. Ach, Cameron Worth hat einen Streckenrekord? Ja. Und dann, aber in dem Jahr, wo Norman Stadler den gebrochen hat, damals 2006, hat er auch den Biathlon gewonnen. Hat er wahrscheinlich auch den Biathlon gewonnen, aber er hat den ganzen Ironman gewonnen. Und Cameron Worth wurde das dann gesagt während des Rennens: ey, du hast den Streckenrekord gebrochen auf dem Rad. Und dann hat er Norm Stadler gesehen und hat sich bei dem entschuldigt, weil er in dem Moment wusste, er gewinnt das Rennen nicht. Weil eigentlich musst du ja einen Teilstreckenrekord gewinnen und das Rennen. Mhm. So wie Patrick Lange letztes Jahr auch, oder vorletztes Jahr war ja auch auf dem Podium mit dem Laufstreckenrekord. Sonst ist halt scheiße. Um das Technikthema noch kurz abzuschließen, ist der Triathlon für mich immer so ein bisschen so die NASA für den Radsport. Da werden schon irgendwie so Sachen ausprobiert, immer weil es ja auch keine UCI-Regulationen gibt, die es dann manchmal auch irgendwie in den Radsport rüber schaffen. Ja, zumindest in den Zeitfahrsport. Ja, so 1989, ne, ist ja das Beispiel Greg LeMond, damals den Tribar. Dann hat er die Tour de France gewonnen. Ich bin jetzt aber mal ganz ehrlich, weil ich habe ja jeden Tag mit dem Gedöns zu tun. Mir geht's langsam richtig auf den Sack. Weil ich's echt... Ja, jetzt wartet er, ne? Weil das ist halt, den ganzen Tag haben die Leute die Garmin an, also diese GPS-Uhr. Die kann ja mittlerweile wie so ein iPhone alles. Dann vibriert die den ganzen Tag. Dann alles, was der Garmin nicht aufgezeichnet hat, ist nicht passiert, so nach dem Motto. Und es wird alles hoch und runter analysiert. Und ich habe teilweise Athleten und das ist alles cool. Und ich trainiere die auch gerne, aber ich habe das Gefühl, die sind wirklich bei der NASA. Ja, das ist, warum Triathlon so eine Hochburg für deutsche Sportler ist, muss man ja schon mal sagen. Also es gewinnen ja eigentlich dauernd Deutsche diesen Ironman auf Hawaii oder ziemlich oft.
Und das ist halt für den Deutschen total geil. Der kann über alles Buch führen. Der kann über sein komplettes Leben, über drei Sportarten gleichzeitig eine Buchhaltung führen und Auswertungen machen. Also, und dann eine Steuererklärung einreichen. Ich habe wirklich mal die Frage von einem Athleten bekommen, oder also es sind tausend Anekdoten, ich will jetzt ja nicht jeder erzählen, aber so zwei Anekdoten. Ein Athlet ruft an, nach zwei Stunden sagt, ey, ich sitze hier, stehe hier gerade unter der Brücke, ich bin hier gerade zwei Stunden Rad gefahren, ich habe vier draufstehen. Ich so, wie, ja, und jetzt? Ja, es regnet. Ja, okay, dann fahr doch nach Hause. Nee, es regnet so stark und das Gewitter aufgezogen. Ich glaube, ich muss mich von meiner Frau abholen lassen. Ja, mach das. Soll ich mich danach noch auf die Rolle setzen? Ist mir ziemlich egal. Also kannst du gerne machen, aber zwei Stunden Rolle, vielleicht trinkst du dir einen Tee und machst dir einen schönen Abend mit deiner Frau. Er hat sich auf die Rolle gesetzt. Und dann fragte mich ein Athlet, der fast nur Rolle trainiert, ob er während der Rollefahren auch aufs Klo gehen kann oder ob das Training, ob die Trainingsqualität darunter leidet, weil er ja dann nicht vier Stunden am Stück fährt. Das ist, finde ich halt manchmal, bin ich ganz ehrlich, traurig. Ja gut, aber das ist halt aber auch im Radsport genau das Gleiche, ne? Also ich habe jetzt auch einen Hobbyathleten, den ich trainiere, und da ist genau das Gleiche. Also das sind dann halt, die waren halt selbst nie Profi oder ist ja beim Triathlon genauso, und die haben halt dieses Gefühl nicht dafür. Oder ich sehe es bei den Jungsportlern, die ich jetzt auch irgendwie betreue, die fragen manchmal auch solche Fragen. Dann denkst du ja auch, Alter, was ist denn los mit euch? Also keine Ahnung. Aber Paul, das sind zweifache Familienväter. Die tragen ja auch Verantwortung in Job und Familie und die geben völlig die Verantwortung ab bei sowas. Das ja, finde ich ist immerhin dann wie so eine Domina schon, für die. Immerhin sind die schon zweifacher Familienvater, weil ich habe so ein verstörendes Erlebnis in meinem Leben. Und das geht ja halt zurück in meine U23-Zeit. Nein, das ist ein persönliches Erlebnis. Und da war ich in einem Team und da gab es eine Studie, gerade aktuell hier an der Sporthochschule Köln. Die haben so eine Höhenkammer gebaut. Und dann sollten wir unsere Vorbereitung in dieser Höhenkammer fahren. Und die hat nicht so ganz gut funktioniert. Sagen wir mal so. Also Höheneffekt. Die Studie oder die Kammer? Die Kammer hat nicht so gut funktioniert. Okay. Und wir sollten halt zwei Wochen am Stück jeden Tag zwei Stunden Rolle fahren irgendwie auf simuliert, keine Ahnung, 2000 Meter Höhe. Aber diese Höhenkammer hat halt einfach nicht funktioniert. Und ich bin dann halt trotzdem immer dahin und dann gab es immer Probleme. Die Höhe stimmt noch nicht so ganz, da musst du halt warten. Und dann hat es irgendwann, manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Und dann bist du halt irgendwie da zwei Stunden gefahren. Und wenn es nicht geklappt hat, dann saß ich auch manchmal einfach nur zwei Stunden in der Kammer, hab einen Film geguckt. Und da gab es halt einen leitenden Typen, der diese Studie da irgendwie mit organisiert hat, und der ist halt wirklich jeden Tag in dieser Kammer gefahren und gefahren, stundenlang immer auf der Rolle gefahren, und irgendwann, keine Ahnung, war ich halt fertig mit meinem Training, er war fertig mit seinem Training, wir sind halt danach, haben uns umgezogen, er kam aus der Dusche raus und das war ohne Scheiß, das war der kleinste Penis, den ich jemals gesehen habe, und seitdem glaube ich einfach, vom Rollefahren kriegt man einen kleinen Penis einfach. Das kann mir auch keiner mehr anders erzählen. Ich kann mir das nicht sonst nicht erklären, wie das funktioniert. So, also das ist aber vielleicht dann auch noch von dem Unterdruck. Ja, ich weiß, kommt das in der Höhenkammer meinst du? Die Kammer hat ja gar nicht richtig funktioniert. Also es muss vom Rollefahren kommen. Das ist ausgeschlossen. Aber vielleicht hat er den ganzen Unterdruck abgesaugt. Vielleicht solltet ihr die nächste Folge gesponsert von Tax machen. Er hat die Kammer quasi schon leer gefahren. Also wir können uns auch gerne Bilder schicken lassen, die das Gegenteil beweisen. Ne? Also wir haben ja einen Redakteur, der das alles öffnet. Der kann sich das dann anschauen. Du machst es bestimmt gerne auf die Bilder. Nee, ich will keinen Zugriff schon dazu. Aber ich glaube, dass das tatsächlich das größte Problem im Triathlon ist, dass es natürlich so Leute anzieht, die so an Extremen interessiert sind, und du hast es eben gesagt, Basti, ne, die alles so aufzeichnen und sehr akribisch sind, das ist auch irgendwie cool, nur die checken halt eins nicht, alles das, was in diesem Fachmagazin steht und so weiter, das stimmt halt teilweise auch nicht. Klar, schon immer, Firmen wollen Sachen verkaufen und behaupten Sachen dafür. Ja, aber auch Ernährung, so, weißt du, also natürlich sagt Jan Frodeno in so einem Allianz-Versicherungsvideo, er trinkt nur einen Recovery-Shake und ansonsten isst er keine Nudeln, weil Nudeln sind Gift, so oder so. Das steht jetzt im letzten Stern-Artikel, wo ich echt denke, Leute, das geht nicht. Also man trägt auch eine Verantwortung. Das macht aber wirklich. Also es gab letztens einen Instagram-Post, da hat er Nudeln auf dem Teller gehabt. Also, ja, aber also jetzt. Aber darum geht's ja auch nicht. Aber es geht ja darum, einfach so immer so schwarz-weiß zu malen. Und es gibt auch zum Beispiel dieses von 2011, dieses Specialized-Video, da trainiert er irgendwie 3000 Stunden am Tag.
und isst ein Knäckebrot oder ein Toast. Und damals war ich Jugendtrainer und dann fragen mich die Mädels, und das ist ja auch ein Problem gerade im Nachwuchssport, ey, sag mal, der hat so viel trainiert, der isst da gar nichts. So, hast du hoffentlich gesagt, stimmt. Nein, natürlich nicht, aber naja, auf jeden Fall, das ist ja schon wie Heidi Klum bei Germany's Next Topmodel, die jetzt in der letzten Folge irgendwie immer Burger isst, einfach das alles sehen, dass sie was essen sollen. Ja, und die Leute glauben das halt und dann siehst du halt, ich kenne ja auch viele von den Jungs, die da auch echt vorne mit dabei sind, und natürlich essen die ihr Snickers an der Tankstelle, natürlich trinken die ihre Cola, aber das wird da kaum gepostet, ne? Und das ist halt eigentlich das Problem. Okay, zu guter Letzt, gib uns mal einen Ausblick. Jetzt ist am Wochenende, fahren die da auf Schwimmen im Kreis auf Hawaii und fahren und rennen. Was passiert? Wie sieht das dieses Jahr so aus? Frodeno ist, glaube ich, nicht dabei, der ist irgendwie verletzt oder so. Ja, also Frodeno hat sich irgendwie am ISG, den Beckenknochen, einen Ermüdungsbruch gehabt. Echt schade, weil der ist ja bei der 70.3 WM, also Half Ironman, ist er Weltmeister geworden mit einer unfassbaren Halbmarathonzeit von 1:06. Der war der haushohe Favorit, der hat jedes Rennen dieses Jahr gewonnen. Das macht jetzt das Rennen natürlich anders. Das zeigt auch schon, ne, weil wir reden, also im Triathlon reden wir jetzt eigentlich seit 2 Wochen nur über Frodeno, obwohl er gar nicht startet, aber das zeigt einfach die Bedeutung und dass das Rennen auf jeden Fall anders werden wird. Soll ich jetzt das Podium tippen oder was? Oder wie es läuft. Einfach nur mal so ein bisschen Info rausgeben. Also Josh Amberger ist immer ein sicherer Tipp. Der wird als erster aus dem Wasser kommen. Das ist ein Australier. Der wird dann aber irgendwann eingeholt. Dann gibt's eine Riesengruppe. Das ist dann jedes Jahr das Gleiche. Die fahren nach Hawaii. Da ist dieser berühmte Wendepunkt, ne, wo alle gerade ausfahren. Und bis dahin denken alle, sie könnten Hawaii gewinnen. Und dann kommt der Gegenwind danach, vermutlich, so wie jedes Jahr. Und dann kommt wahrscheinlich Kiele mit Lionel Sanders. Das ist ein Typ, den könnte man mal die Penisgröße fragen, weil der trainiert nur auf der Rolle. Wirklich nur auf der Rolle. Musst du mal googeln, kranker Typ. Der war früher auch ein Junkie und hat dann gesagt, er will mal Ironman machen. Siehst du, ne? Da komme ich gleich zu meiner Frage, aber erzähl mir okay. Das. Okay, und mit Cameron Worth, haben wir ihm auch schon erzählt. Die kommen dann wahrscheinlich so wie letztes Jahr, je nachdem, wie sie aus dem Wasser kommen, also als Express an. Fahren alle platt. Dann überlebt aber nur einer und das wird dieses Jahr, sag ich jetzt mal, Sebastian Kiele sein, und es gibt ein doppeldeutsches Podium mit Kiele und Patrick Lange, der läuft auf jeden Fall aufs Podium, vielleicht gewinnt er auch, weiß ich nicht. Also der den Laufstreckenrekord hat, der ist auf Hawaii immer gut, der kann mit der Hitze super gut. Frodeno hat es geil gesagt, der ist in Europa gut, aber auf Hawaii sehr, sehr gut, weil er genauso die Leistung bringt wie in Frankfurt zum Beispiel. Und dann, ich glaube, es ist Lionel Sanders oder irgendein Brite oder so, der könnte auch noch auf dem Podium kommen. Und Frauen, sicherer Tipp, wenn ihr, das, die Quote ist scheiße, aber wenn ihr so auf Ahnung machen wollt, Daniela Rief gewinnt. Das ist eine Schweizerin. Du machst doch hier das auf Ahnung. Das hätte ich gewusst, dass es eine Schweizerin ist. Dein Kumpel Nick ist drüben. Ah ja, genau. Ja, also wir haben ja so einen YouTube-Channel, Triathlon Crew Cologne. Da hat der Nick die ganze Zeit davon erzählt, wir müssen mal sowas machen. Ich hatte dann aber keine Zeit, weil ich noch fertig promovieren musste, und dann haben wir es aber gestartet. Und Nick, der hat jetzt so viele coole Videos gemacht, der ist für so eine Schweizer Laufradfirma da drüben und filmt die ganzen Leute da, die von denen gesponsert werden. Ja, der Sack. Der lässt sich gerade so gut gehen. Nein, das ist überhaupt nicht cool, weil der muss den ganzen Tag filmen und danach hier Post-Production, das ist echt viel Arbeit. Aber er macht danach noch 2 Wochen Urlaub auf der Insel. Ja. Alrighty. Du hattest noch eine Frage. Ja, genau. Irgendwie hat das ja gerade schon angesprochen, so ehemalige Junkies und keine Ahnung, also Triathleten sind ja schon generell so ein bisschen komische Typen, ne? Weil ich frage mich halt immer, okay, jetzt hast du eben erzählt, ist ja gar nicht so schwer, diese 4 Stunden Radfahren, ne? Sind ja nur 4 Watt pro Kilogramm. Aber alles andere, warum tut man sich das an? Also du hast ja auch viele, die du da betreust, so kannst du da so ein Muster feststellen, dass sie irgendwie alle so ein Kindheitstrauma haben oder einfach auf Schmerzen stehen, keine Ahnung. Also warum sollte man nach 180 Kilometer Radfahren noch einen Marathon laufen und vorher, das ist ja noch für mich persönlich das Schlimmste, Schwimmen. Ne? Schwimmen, ne? Also Schwimmen ist ja das Angenehmste eigentlich, das vergessen ja viele, wenn man es kann. Gegenfrage, warum fährt man von 260 Kilometern irgendwie 80 Kilometer auf dem Kopfsteinpflaster? Ist ja auch vielleicht gar nicht so cool. Ja, gut, das sucht man sich ja nicht selber aus. Da kann ich auch meinen Kumpel Till Schramm zitieren. Wenn ich kein Geld dafür bekommen würde, wäre ich niemals Triathlet. Und das gleiche würde ich wahrscheinlich über Paris-Roubaix sagen.
Wir wollten ja ursprünglich auch, oder das war so ein Plan, vielleicht Lothar Leder hier nochmal mit reinzuholen, ja, bitte, auch in die Folge, weil das wäre ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. Lothar Leder. Den könntest du jetzt hier an der Stelle nominieren für die nächste. Ja, Lothar, also wenn ihr wirklich mal jemanden haben wollt, der hier, glaube ich, ein Ding nach dem anderen rausschießt, Lothar, nur ein kurzer Muskel ist ein guter Muskel. Ich glaube, den solltet ihr mal einladen. Ja, den durfte ich schon mal kennenlernen. Ich glaube, es wird eine witzige Folge. Ja, aber der kennt auch alle Leute. Der hat hier den ersten Ironman, also der war der erste, der den Ironman unter 8 Stunden gemacht hat und hatte in den Trinkflaschen nur Red Bull angeblich. Ich glaube, das hat der immer noch. Nein, also. Aber sieht ja auch aus. Es gibt also tatsächlich so, es gibt viele komische Typen, aber es gibt auch viele coole Typen, glaube ich. Also ich kenne zumindest viele. Und ja, von denen schrägen Typen wollen wir uns auch so immer ein bisschen absetzen, glaube ich. Also ich wollte auch immer, wenn man überall hinkommt zu Radsportlern, hier, du bist Triathlet, du kannst auf dem Cyferrad fahren, du fährst immer nur eine 60er Kadenz und eine Gruppe hältst immer 3 Meter Abstand. Ja, es gibt auch andere. Ja, kann man so festhalten, ne? Sind die Leute einfach im Triathlon netter als im Radsport, ne? Weiß ich nicht. Eben haben wir ja gesagt, im Radsport sind nur Arschlöcher, vielleicht im Triathlon sind einfach die netteren Radfahrer. Also die Radfahrer sind das schon auch. Du hast gesagt, ihr fahrt konservativ Rad und trainiert konservativ, aber der Radsportler an sich ist schon auch sehr konservativ im Aufnehmen von neuen Dingen und neuen Leuten zum Beispiel. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Hast du noch was? Sonst kommen wir zu dem, was wir immer am Schluss machen. Also ich hätte gerne noch. Ich würde eine Pinkelpause einlegen. Machen wir das im Triathlon auch? Pinkelpause? Also nee, ne? Die haben da die. Doch, es gibt Dixi-Klos, oder? Es gibt Dixi-Klos. Ist so. Aber da geht's ja auf Zeit. Ich wollte gerade sagen, ne? Deswegen ja, keine Zeit. Beim Radsport geht's ja nicht auf Zeit. Also du darfst dich nicht voll und voll pinkeln. Darf man nicht? Darf man nicht? Kriegst du eine Karte? Kriegst eine Zeitstrafe. Du darfst nicht wild pinkeln oder andere Sachen. Wie funktioniert das? Alles im Wasser vorher, ne? Nee, ja, aber doch, also auf jeden Fall gibt es Dixi-Klos, da musst du drauf, das will man auch vermeiden. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat im Zielsprint, hat er so festgedrückt, dass er dann sich zu gehabt. Echt? Angeblich, Tom Bohn hat sich bei Paris-Roubaix, als er gewonnen hat, auch mal eingekackt. Ja, ist ja das, es ist ein Gerücht. Aber also, ich glaube, es stimmt. Ich habe jetzt gerade noch einen Athleten, der jetzt am Wochenende einen Ironman gemacht hat, der hat beim Laufen laufen lassen. bei 4:10er Schnitt, der meint, das hat so weh getan. Also beim Laufen ist echt scheiße. Und ansonsten, ja, kennt ihr den Bonn-Triathlon? Das ist ja hier so eine lokale Veranstaltung, schwimmt man im Rhein und da steht man oder stand man früher immer so eine halbe Stunde auf der Fähre im Neo. So bei 30 Grad schon mal geil. Und alle hatten ja vorher viel getrunken. Und dann hat einer angefangen laufen zu lassen und dann hat man so was Wärmes am Fuß gefühlt. Und am Ende war die ganze Fähre vollgestrollert und man stand im Urin. Wirklich, ist kein Spaß. Also manchmal ist es echt, du denkst dir, was machst du hier eigentlich? Also es gibt schon skurrile Szenen beim Triathlon. Okay, jetzt also wird der Paul seine Triathlon-Karriere erst aufnehmen. Nächstes Jahr von Triathlon. Von anderen aber. Ich werde von anderen angepisst. Freuen. Umsonst. Umsonst, ne? Sowas kriegst du sonst so im Berghain. Im Keller. Anscheinend ist beim Triathlon nicht umsonst unter Strafe gestellt, ne? Also sonst nimmt das da wahrscheinlich Ausmaße an. Das ist der Wahnsinn, ja. Also wir halten ja eigentlich immer so nach einer Rennstunde, ja, so ich grob weiß. Oder kann man sagen, halten wir alle an und pinkeln. Wie bei der Hövelrunde. Gemütlich, ne? Hövelrunde vor Niedegen hält man nochmal an. Ach so, ja. Kann sein. Bist du früher nicht gefahren? Nee. Beim Heinrich? Du bist ein Triathlet. Hier, du musst mal Socken anziehen und Handschuhe. Sonst, wenn du stürzt, hast du alles offen. Ja, ich stürze nicht. Halbe Stunde später lag ich im Graben. Ich habe dir gesagt, Jung. Ja. Da kommen wir wieder dazu. Triathleten können halt einfach kein Rad fahren. Ne? Ja, es hat jemand vor mir was ganz Komisches gemacht. Ich glaube, das war Absicht, weil Heinrich mir sagen. Der hat dich in der Kurve überholt. Skandal. Das war auf der Geraden. Naja, egal. So, zum grünen Abschluss in die letzte Wechselzone heute unsere allseits beliebten Kategorien. Wir fangen an mit Instagram. Social-Media-Tipps. Social-Media-Tipps. Wir sind ja hier nicht auf ein Netzwerk beschränkt. Ja, stimmt, genau. Ich irgendwie schon, aber ich habe mir eigentlich auch noch keine Gedanken darüber gemacht, mal was anderes zu nehmen. Aber vielleicht nächstes Mal. Heute nicht. Also, ich glaube, das ist dann beides. YouTube und Instagram, Phil Gaiman. Worst Retirement Ever. Den Typen finde ich echt lustig. Ich habe das Buch von dem gelesen, irgendwie Drafting Animals. Ich glaube noch nie so oft bei einem Buch, das ich gelesen habe, gelacht. Also den Typ finde ich echt lustig.
Ich habe das Buch zu Hause liegen, aber ich habe es noch nicht gelesen, tatsächlich. Aber ich kenne ihn natürlich und ihr seid bestimmt auch schon mal, oder zumindest Paul, mit ihm Rennen gefahren, oder? Jo, ist ein Kunde, Ami halt, ne? Halt so alles überspitzt, aber ich muss Sebastian recht geben, der ist schon lustig. Ich bin zwar schon mal mit dem gefahren, aber habe noch nie mit dem gesprochen, habe so viel von dem mitbekommen, macht er auch, glaube ich, ganz gut. Ne? Ich habe mir so ein, zwei Videos mal auf YouTube angeguckt, dass er da immer so die ganzen Comms fährt jetzt überall bei ihm in der Region. Scheint ein ganz netter Kerl eigentlich zu sein. So. Hat auch irgendwie Fabian Cancellara mal aufgefordert zu irgendwas. Ne? Stimmt, er hat eigentlich offensichtlich gesagt, dass Fabian Cancellara Motodoping begangen hat. Schreibt auch im Buch. Und Cancellara hat dann erst ein bisschen ausgerastet und dann meinte er aber so, ja okay, lass mal hier, ich habe diese Cancellara, genau. Alle gegen Cancellara Veranstaltung, komm doch und fahr gegen mich. Dann hat er das auch gewonnen. Hat Cancellara gewonnen? Nein, ja. Gaiman. Also hat Cancellara jetzt einen Motor? Gaiman. Bei der Veranstaltung halt nicht, natürlich. Da durfte er ja dann nicht mehr. Paul, meinst du, der hat einen Motor gehabt? Meine Meinung? Ja. Äußere ich mich nicht zu. Da äußerst du dich nicht zu. Ich glaube, glaubst du, er hat einen Motor gehabt? Boah, ich bin mir krass unsicher, muss ich sagen. Also wenn er den gehabt hat, dann wird das auch für immer ein Geheimnis bleiben. Und das war auch, glaube ich, das letzte Mal, dass jemand einen Motor benutzt hat im Radsport. Aber ich kann es dir echt nicht sagen. So, der hatte schon einige Vorteile in dem Jahr gegen Tom Bohn. Und ja klar, mit dem Aero-Lauffehler. Also das. Ja, das ist schon ein massiver Unterschied gewesen damals. Also wir sind mit 32 Lochfelgen noch Flandern-Rundfahrt gefahren. Da hat uns die da schon am Start ausgelacht eigentlich, von Cervelo bis Saxo Bank. Da hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wer damals Trikotsponsor war, die haben dann noch extra so ein Aero-Trikot für Tom Bohn anfertigen lassen, dass der dann noch irgendwie konkurrenzfähig bleibt. Naja, kann sich, glaube ich, jeder einfach seinen Reim draus machen. Das wird nie rauskommen. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Keine Ahnung, Cancellara, krasse Maschine. Glaube auch, dass der da am Ende noch durch die Einsparnisse, die der da hatte, mal im Sitzen 1300 Watt raushaut. Konnte ich auch mal. Das, ja gut, aber das ist halt das, woran ich dann zweifle. Ne? Ich zweifle nicht unbedingt an der Verfolgungsjagd danach, sondern wie er die Mur hochgefahren ist mit den 1300 Watt, die du gerade gesagt hast. Das ist halt so, wo man denkt, okay, im Sitzen und dann halt so mit der Frequenz und dann wie er es dann auch gemacht, das ist schon krass. Da kannst du noch so viel sparen. Ich würde sagen, zu dem Thema haben wir demnächst noch einen guten Gast, nämlich Dominik Klemme. Und mit dem bin ich in Bielefeld schon so ein Kopfsteinpflasterteil hochgefahren, was auch irgendwie so 15% hat. Und da sah das genauso aus. Da sah das genauso aus und der hat auch Statements dazu abgegeben und seine eigenen Wattwerte rausgehauen und so. Der kennt Kanche ja dann auch ganz gut, der wird da nochmal was zu sagen. Ich bin gespannt. Dann haut auch mal einen Tipp jetzt raus hier, wenn er schon den nächsten Gast hat. Ja, du hast ja jetzt was ausgesucht. Ich bin ja gerade ein bisschen. Ja, genau. Ich habe nichts Radsport-Relevantes, aber auch nichts Hipster-mäßiges, sondern ich laufe ja gerade gerne ab und zu mal, wenn ich mich nicht gerade irgendwie verletze vom Laufen. Und Sweat Elite. Sweat Elite. Heißt der Account auf Instagram. Sweat Elite, ja. Finde ich ganz cool, so ein paar, keine Ahnung, ob das wirklich das richtige Training ist von den Top-Leuten, aber so für mich als Laien finde ich es eigentlich ganz interessant, so ein bisschen so Hintergrundwissen zu bekommen. Ja, das finde ich geil. Ja. Vor allem auch so Trainingsintervalle. Und halt auch krass zu sehen, wie die trainieren da in Kenia zum Teil einfach auf Schotterpisten. Ist schon Wahnsinn. Also finde ich geil. Ja, bei Schotterpisten mache ich direkt weiter. Ein Kumpel von mir, der Jan-Erik Schwarzer, der macht gerade, oder jetzt am Wochenende, ein Gravel-Event auf Mallorca. Und der Instagram-Account dazu heißt Toros de Gravel, wenn man das so auf Spanisch ausspricht. Ich weiß nicht. Wer noch nie auf Mallorca war, da gibt's halt echt ein paar ganz geile Straßen zum Rennradfahren, aber da gibt's mindestens noch genauso viele Straßen abseits der asphaltierten Wege. Ist ja auch eine Winterbase für viele Crossfahrer. Meiner Meinung nach eins der Gravel-Paradiese in Europa, und da gibt's ein Event. Wer noch kurz entschlossen hinfahren will, soll's machen. Wer nicht,
kann er sich einfach mal inspirieren lassen, mal nach Mallorca zu fliegen und habt ihr eigentlich ein paar Doppeldeckerlenker sich anzuschauen. Genau. Das wollte ich gerade fragen. Habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Nicht so richtig. Nee, aber was willst du dazu sagen? Vollkatastrophe. Okay. Aber hätten sich Triathleten ausdenken können. Ja. Also es geht in die Richtung auf jeden Fall. War bestimmt auch einer. Sowas hat man doch dann als normales Rad, so, oder? Wenn man zwei hat. Ja, also was? Wenn man jetzt Triathlet ist und man hat ein Zeitfahrrad und ein normales Rad, dann... Jetzt verstehe ich. Dann fährt man mit sowas. Ja, nee. Okay, ich empfehle Tinder Nightmares. Das sind einfach nur Screenshots von geilen Tinder-Anmachsprüchen oder von Konversationen, die in den ersten Zügen auf Tinder passieren. Jetzt muss man aber auch sagen, der Basti hat ja die ganze Zeit, die letzten 10 Minuten wirklich getindert, ne? nur Recherche ja. ist Arbeit. Ist das dein Instagram-Account, dieser Boah, ich könnte einen aufmachen mit Screenshots von Frauen mit allen Tieren der Welt. Alle exotischen Tiere, die du dir vorstellen kannst. Okay, auch dafür nutzt bitte die Adresse kontakt@besenwagen.com für strange Tierbilder und Penisgrößen am Rollefahren. Okay, kannst du ZIP-Ordner auch empfangen? Ganz gut. Gut, zur Kategorie Musik, um mal wieder kulturell hochwertige Niveaus zu erreichen. Der Gast fängt das an. Das war schön gesagt. Ja, ich will einfach noch, mir ist eben nur eingefallen, hab ich total vergessen, das ist eigentlich der Mode-Fauxpas schlechthin. Also das ist wirklich so Bad Taste, 100%. Finisher T-Shirts von Ironman-Veranstaltungen am Abendessen im Trainingslager mit Kompressionsstrümpfen. Oder im Training im Jahr danach. Das ist noch schlimmer, glaube ich, oder? Ja, die von 1998, Ironman Lanzarote auf Lanzarote dann beim Abendessen tragen. Das ist auch so Funktionsshirt, ne? Leute, lasst so das sein. Funktionsshirts oder so T-Shirts sind auch ganz in da, ne? Auch so beim, ich glaube, beim Laufen auch schon. Ja, gut, beim Laufen brauchst du das ja auch. Beim Laufen brauchst du es vielleicht auch. Das kriegst du dann auch so in deinem Starterbeutel da direkt. Ja, aber Finisher-T-Shirts, was soll die Scheiße überhaupt? Ja. Sowas ist im Radsport, sowas gibt's nicht, ne? Das sind auch so Sachen, die auf jeden Fall unterschiedlich sind. Bei den Bundesjugendspielen Ehrenurkunde oder? Teilnehmerurkunde. Ja. Jetzt gibt man immer Rucksäcke. Ist auch gut. Die gehen aber nach 3-mal Nutzen kaputt. Also Musik-Tipp. Es ist vielleicht zu Mainstream, aber ich finde immer gut. Bosse, Augen zu, Musik an. Alter Mann, ich bin gerade bei Tinder Nightmares, es ist ja so geil. Komm, hier war gerade ein richtig guter. Ich kann auch gleich nochmal ein Beispiel geben. Also so Screenshot von 3 Sätzen. Von dir, aber. Er sagt, nein, das halte ich gerade offen, als ich das rausgesucht habe. Er sagt, okay, so, also hey, nach was guckst du denn so auf Tinder? Nach was suchst du? Die sagt so, ich will einfach Leute treffen, irgendwie ein bisschen rumhängen und so. Auf jeden Fall nicht Chlamydien. Eher so. Ja, das wollte ich dir auch gerade sagen. Genau das wollte ich gerade machen. Ah, okay, dann sorry, ciao. Und das ist genau der, den ich auch gerade vorlesen wollte, Mann. Der ist so geil. Oh, fuck, Mann, ist das geil. Also mein Song ist, passend zu Tinder Nightmares, Backstreet Boys, Everybody. In der Backstreet Back Version, Radio Edition. Erklär mir das jetzt mal bitte. In welchem Zustand oder zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben hörst du dieses Lied? Also das müsste eigentlich schon 20 Jahre zurückliegen. Der Paul war jetzt öfters im Ding hier in Köln oder in der Ronburg. Da kommt das dann immer so an. Nee, der war bestimmt so Engtanz in Berlin oder so, jetzt, wo er jetzt neu in Berlin wohnt. Nein, von aber wegen das ist 1997 und da war ich gerade 11 Jahre alt, das war so die Zeit, wo man sich so eine Scheiße auch noch reingezogen hat. Und wenn ich das jetzt höre, kriege ich Emotionen. Von daher, dann fühlst du dich wieder wie das elf. Muss auf beide Playlists. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde das auch. Das ist halt echt, da gibt's so auch NSYNC und so, da gibt's ein paar richtig coole Songs. NSYNC ist eigentlich fast noch besser. Ja. Ja, komm, ich mache jetzt mal einen ganz großen Schritt Richtung Niveau. Ich wünsche mir von der Band 187 Straßenband oder was? Nee, ich habe heute zwei Songs zur Auswahl. Einen mit und einen ohne Niveau. Von der Band Trixie wünsche ich mir das Lied Wegfahr. Ja, das ist, und zwar ist das die Band von unserem Redakteur, dem Fabi.
Und das ist auch gleichzeitig unser Besenwagen-Soundtrack. Ich finde das super jetzt gerade so zu herbstlichen Ausfahrten, also eher so Intervall, nennen wir das mal Ride-Playlist neuerdings, weil kaum einer von uns fährt eigentlich noch Intervalle, außer der Basti, 30 Sekunden lang, gibt's auch keine Lieder für. Ja, finde ich mega geil, die haben auch gerade eine neue Platte rausgebracht, Hohe Diplomatie, ist mir alles ein bisschen zu hoch, aber wem es gefällt, soll sich mal reinhören. Geiles Ding, auf jeden Fall. Ich habe heute mal wieder über meine Freundin im Reisebüro nach Flügen nach Kalifornien geguckt und habe meine Kalifornien-Playlist mal wieder aufgemacht. Und die Chancen stehen auf jeden Fall ganz gut, dass ich da nächstes Frühjahr wieder mal absteige für ein paar Wochen. Meine Empfehlung für heute ist Compton von Kendrick Lamar, weil wir letztes Jahr schön in Compton rumhingen und mein Kumpel Schiss hatte, dass wir ermordet werden. Ja, dann ich habe ja noch, wie gesagt, ein zweites Lied, ne? Das ist jetzt wieder für die ganzen Atzen bei unseren Zuhörern. Und das ist von Bones MC und Ruff Camora. Die haben jetzt gerade ein neues Album rausgebracht und gleichzeitig noch eine EP. Von der EP ist das Lied auch. Das heißt, lange nicht zu Hause gewesen. Passt, glaube ich, jetzt hier für die ganzen Jungs hier auch, die Kernhaus-Leute von Paul aus dem Team, die ganzen U20, ja, wie soll man die nennen? Talente, ja, passt, glaube ich, ganz gut, wie gesagt, zum Saisonende, ist jetzt Oktober, kann man so ein bisschen zum Abschalten hören, hat aber auch so ein bisschen Party-Vibe schon, ne, für die ganzen Partys, die jetzt anstehen bei denen und ja, deswegen würde ich das noch hinzufügen und wo wir gerade über Party sprechen, Basti, du hast ja noch eine Wette offen. Ich muss ein Fässchen springen lassen. Ja, du hast keinen Flitzer gemacht bei der WM. Ich habe keinen Flitzer gemacht. Zumindest nicht beim Männerstraßenrennen. Ich war total, eigentlich wäre es am besten gewesen, das beim Frauenstraßenrennen zu machen, wo wir auch in perfekter Position eigentlich waren. Aber ich war, diese Woche war sehr anstrengend. Also und bist ich auch zu so viel Rolle gefahren, ne? Ich muss echt, ich muss echt sagen, ich war einfach zu im Arsch, um da noch irgendwas Lustiges zu machen am Ende dieser Woche. Ich hatte keinen Bock mehr. Aber das Gute ist, ich habe schon alles mit Big Money abgeklärt. Wir sind beim Saisonabschluss vom Team Lotto Gernhaus dabei. Wann ist das? Ja, das schickt mir dir noch privat, weil alles andere bleibt auch hinter verschlossenen Türen. Da wird jetzt hier nichts im Podcast ausgeplaudert. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt gleich nochmal richtig Musik von Trixie hier ein, weil mir wurde auch schon zugetragen, dass unsere Outros hier scheiße sind. Dass es einfach immer aufhört und man dann total traurig ist, dass es nicht mehr weitergeht. Man hat auch gar nicht gemerkt, dass es aufhört. Also es hört jetzt gleich auf. Wir verabschieden uns jetzt gleich noch. Wir sagen nochmal Danke an Sebastian Zeller hier. Ja, vielen Dank. Ja, und ich habe es eben noch nicht gesagt, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, damit euch die Leute demnächst auch mal sehen. Live und in Farbe. Dann kommt ihr mal auf YouTube. Oh, fuck. Okay. Andi ist ja Model, also der ist sowas gewohnt. Ja, da fällt mir auch gerade noch was ein, Basti. Da war ja noch eine zweite Wette. Ich habe gehört, du hattest ein kleines Sprintduell in Österreich. Ja, zwei sogar. Wir haben uns auf ein Unentschieden geeinigt. Tanja kann da gerne nochmal Stellung zunehmen. Aber so richtig klar war es auf jeden Fall nicht. Aber ich würde sagen, wir können das ja auf den Oberlauch-Sprint 2019 nochmal legen. Ich bin bereit. Ich bin gespannt, was sie zu sagen hat. Ich habe ja schon eine andere Version auch gehört. Die von mir oder noch eine andere? Ja, du hast mir das ja schon mal erklärt. Also da war undeutlich, wer da gewinnt. Es war auch undeutlich. Ja. Vielleicht suchst du ja beim nächsten Mal einen Triathleten, weil die können alle nicht sprinten. Das stimmt nicht. Oberlauchsprint. Fertig. Mit Publikum.